Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von DeFi.jetzt. Heute mit dem Thema von Bitcoin über Mimblewimble bis Monero. Zu Gast heute wieder Alex Anarcho. Hallo Alex. Hallo. Wir werden also über die genannten Themen reden. Am Ende gibt es noch einen Tutorial-Teil, der wird dann als Video hochgeladen. Den gibt es dann nicht in diesem Talk hier. Den könnt ihr euch dann auf YouTube oder auf DeFi.jetzt auf unserer Seite angucken. Mit dabei sind heute wieder der Thor und der Ralf. Knoblauch, nicht Knoblauch, wie es der Thor immer sagt. Und bevor wir anfangen, lieber Thor und lieber Ralf, ich wollte mich gerne bedanken für das Lob, was ihr im Monatsrückblick letztens für mich ausgesprochen habt. Das hat mich sehr gefreut. Der Urlaub hat gut getan, also danke nochmal dafür. Und für alle unsere Leute, die uns bei Spotify zuhören, bei der Folge 20, also bei dem Talk, bei dem letzten mit dem Alex, da ist mir dank mobilem Internet ein kleiner Fehler unterlaufen. Da waren die letzten 10 Minuten weggeschnitten. Das habe ich behoben, die könnt ihr euch dort jetzt anhören gerne. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Hallo Thor, hallo Ralf, hallo Alex, hallo liebe Zuhörer, auf geht's. Ja, auch von mir hallo aus dem Urlaub, aber ich bin dabei. Eigentlich hatten wir heute vor, eine erste Frage zu stellen und so. Und zwar, Alex, was ist für dich gutes Geld? Ja, also gutes Geld, und da schließen wir auch an den letzten Podcast mit mir, braucht meiner Meinung nach 6 Eigenschaften oder ist in diesen 6 Eigenschaften eben zu bewerten. Je nachdem, wie gut ein bestimmtes Gut in den Kategorien abschneidet, desto besser ist es als Geld anzusehen und desto weiser ist die unternehmerische Entscheidung, meiner Meinung nach, in dieses Geld rein zu investieren und für dieses Geld zu arbeiten und seine Lebenszeit aufzugeben und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt Bitcoin als Kryptowährung anschauen und in diesen Eigenschaften bewerten, sehen wir bei vielen Aspekten, dass Bitcoin unglaublich gut ist. Ja, also Seltenheit zum Beispiel, das hört man ja ständig und das ist ja auch ein Punkt, den Bitcoiner gerne breitreten. Bitcoin ist mathematisch begrenzt und damit eigentlich das seltenste Gut, was es auf der Welt gibt. Das ist natürlich gerade in Zeiten der leichten Geldpolitik eine sehr attraktive Eigenschaft für ein Gut, wenn es selten ist, wenn man es eben nicht willkürlich inflationieren kann. Bitcoin ist auch unglaublich teilbar. Ja? Also man kann ja bis auf den Satoshi ein Bitcoin zerteilen on-chain und dann kann man ja, meine ich, auch noch in die Satoshi kleiner machen im Lightning Network. Also Teilbarkeit ist bei Bitcoin hervorragend, vor allem auch, wenn man betrachtet, eine Transaktion zu machen. Ich schicke ja nur einen Output weg und die Wallet und das Protokoll teilen diesen Output automatisch für mich genau in diese Fraction, also in diesen Bruchteil, den ich haben will. Ja, und auch wenn das 8 Nachkommastellen hat, man kann das bis auf den Satoshi genau teilen, ohne dass man jetzt einen Schmelzofen braucht oder einen Hammer und Meißel braucht. Weil wenn man jetzt Gold in dieser Teilbarkeit anschaut, dann ja, theoretisch ist Gold super teilbar, weil du kannst praktisch bis aufs Atom teilen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in der Praxis wird niemand Gold aufs Atom teilen, um damit irgendeine Transaktion zu machen. Und bei Bitcoin ist das einfach vollautomatisch baked in. Ne, wenn wir Gold als bisher das beste Geld, was die Menschheit hervorgebracht, ansehen, mit Bitcoin vergleichen, in diesen 2 Punkten schlägt Bitcoin Gold haushoch. Ja, weil auch Gold bei der Seltenheit, ja, also die Menge an Gold im Universum ist unbekannt, deswegen kann man theoretisch immer neues Gold schürfen oder heranschaffen. Und auch Transportierbarkeit, ja, Gold unglaublich schwer, hohe Dichte. Ich weiß nicht, ob ihr als Zuhörer oder Zuschauer schon mal so ein Gold-Nugget in der Hand gehalten habt. Man sieht das so und denkt, das ist ja, muss ja super leicht sein, hebt es dann hoch und ist erstaunt, wie schwer das ist. Und gerade bei großen Mengen an Gold, großes Problem. Und bei Bitcoin eigentlich Fingerschnips, ja, du drückst einen Knopf auf der Wallet und zack, sind die Bitcoin über den ganzen Globus verschickt und innerhalb von 10 Minuten bis, ja, wie lange die Confirmations halt dauern oder die Bestätigungen dauern. Aber Transportierbarkeit auch hier relativ gut. Jetzt kann man sich natürlich streiten, die Transaktionen sind vielleicht ein bisschen teuer. Ja, also den Kaffee, dieses alte Argument, kann man damit vielleicht nicht so gut bezahlen, weil
der Transport in Anführungszeichen da ein bisschen Overkill ist. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich kann mit genau der gleichen Aktion die Bitcoin nach Afrika schicken, aber ich schicke das jetzt an die Person, die gegenüber von mir steht sozusagen. Da ist es vielleicht jetzt nicht so optimal. Ich überspringe jetzt mal kurz den, für die Leute, die zuschauen, der vierte Punkt, der hier steht, ist homogen oder fungibel. Das überspringe ich und ich gehe mal weiter zur Verifizierbarkeit. Wir vergleichen wieder Gold mit Bitcoin. Gold ist relativ gut verifizierbar, ja, weil es eben diese hohe Dichte hat und man merkt schon, ob das jetzt tatsächlich zumindest einen Anteil an Gold hat oder ob das komplett was anderes ist. Aber man kann jetzt eben nicht mit dem bloßen Auge erkennen, ah, das ist von der und der Güte. Und wohingegen bei Bitcoin, Verifizierung macht die Wallet oder die Full Node, ja, das ist auch, wird von Software gelöst und man hat da als Verbraucher oder als Nutzer, muss man sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Die Wallet sagt, Bitcoin sind da oder Bitcoin sind nicht da. Und wenn du mir Bitcoin Cash geschickt hast, dann sagt meine Wallet, die Bitcoin sind nicht da, weil es halt keine Bitcoin BTC sind. Ja? Das muss man nicht selber verifizieren. Also auch hier Bitcoin wieder hervorragend. Und auch Haltbarkeit, gut, bei Gold, Gold rostet nicht, Gold ist sehr haltbar. Deswegen hat es sich eben auch über die Jahrtausende als bestes Geld hervorgetan. Aber auch Bitcoin, dadurch, dass es keine physische Form hat, ist theoretisch auch wieder unendlich haltbar. Ja, weil Bitcoin, wenn wir uns mal vorstellen, was Bitcoin eigentlich sind, das ist ja, ich habe einen Private Key, der ultimativ eine Zahl ist und den weiß ich halt. Und solange ich den weiß, kann ich damit eine Signatur erstellen, mit der ich auf dem Ledger eine Transaktion machen kann. Ja. Deswegen ist die Haltbarkeit bei Bitcoin so, ja, es kommt halt darauf an, wie gut du deine eigenen Keys verwalten kannst. Ja, wenn du die natürlich verlierst, dann ist es, ja, ist immer noch haltbar, aber halt nicht für dich. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Also, und ich finde das interessant, ich betone das, ich habe jetzt vor, gestern war das, habe ich ein Video geschaut mit Jordan Peterson und der Gigi und noch so ein paar andere Bitcoiner, die eben mit Jordan Peterson über Bitcoin geredet haben. Und ich war vollkommen verblüfft, weil der eine meinte dann eben, ja, ein gutes Geld braucht 5 Eigenschaften. Und ja, einfach so conveniently hat er Fungibilität komplett unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen mache ich jetzt hier den überanstrengten Effort, das nochmal extra zu betonen. Jetzt kommen wir zum vielleicht wichtigsten Punkt, wenn es um Kryptowährungen geht, die Fungibilität. Das ist so ein bisschen die Kryptofrage, die Gretchenfrage bei Bitcoin. Bitcoin, wie hast du es denn mit der Fungibilität? Weil auch wenn Satoshi Nakamoto im White Paper eine Sektion über Privatsphäre geschrieben hat, wissen wir heute, dass Bitcoin keine Privatsphäre out of the box bietet. Ja, also du hast eine Adresse, die du dir natürlich random erstellst, aber das ist dein Pseudonym. Ja, und wenn du nur diese eine Adresse benutzt, um alle deine Bitcoin-Transaktionen zu tätigen, dann wissen alle im Netzwerk, dass das immer du bist. Das ist immer die gleiche Adresse und deswegen schließt man, das ist die gleiche Entität oder Person. Das kann eben im Kontext unserer heutigen Welt zum Problem werden, dass diese ja, dass Bitcoin transparent ist, dass man genau sieht, wer wem wie viel Geld geschickt hat und dass das für immer festgehalten ist. Zum Beispiel die USA. Und die sagen, ja, bestimmte Bitcoin sind schlecht. Ja, die sind geblacklistet, weil sie für Terrorfinanzierung benutzt wurden oder für Kinderpornografie oder zum Waffenkaufen oder zum Drogenhandel. Da gibt's ja dann die übliche Palette an Argumenten, die vorgeschoben werden. Und deswegen sind das schlechte Bitcoin. Und wenn man versucht, solche Bitcoin zum Beispiel bei Coinbase einzubezahlen, dann wird der Account eingefroren und Coinbase schreibt eine Mail und sagt, ja, erklären Sie doch mal, woher diese Bitcoin oder Ether oder Litecoin oder was auch immer es ist, gekommen sind. Natürlich Litecoin und Ether, die sind nicht so benutzt wie Bitcoin, da gibt es natürlich nicht so große Blacklisten, aber die gibt es natürlich auch, ja, weil da gibt es Hacks und wenn dann zum Beispiel bei Ethereum was gehackt wurde und dann werden die Outputs geflaggt. Ja? Also geflaggt heißt, da wird sozusagen ein Fähnchen dran gesteckt für die Leute, die noch auf Windows 98 Minesweeper gespielt haben. Ja, man macht da ein Fähnchen drauf und man weiß, da ist sozusagen was dran. Ja? Das kommt eben inhärent aus Bitcoin heraus.
dieses Problem mit der Fungibilität, weil eben das Protokoll, das so aufgebaut ist, dass wir genau sehen, A schickt an B 10 Bitcoin beispielsweise. Und das ist festgehalten. Und jetzt ist es praktisch nur noch die Frage, wenn wir rausfinden, wer sich hinter A versteckt, ja, was praktisch diese Variable tatsächlich ist, welche Person diese Transaktion getätigt hat, dann können wir da auch rückverfolgen und so weiter, können schauen, wo hat der denn noch Geld herbekommen und so weiter. Für mich ist natürlich, also erstmal die Folie hat man bei deinem letzten Vortrag nicht mit bei, weil wir da über die anderen Sachen ziemlich lange gesprochen hatten. Die hat sich transferiert in den von heute. Ich habe dazu aber ein paar Anmerkungen. Ich hatte dir beim letzten Mal ja auch eine Frage gestellt, was gutes Geld ist und was schlechtes Geld ist. Und was für mich bemerkenswert war, dass du lieber gutes Geld ausgibst als schlechtes Geld. Und gutes Geld für mich hat noch ein paar andere Eigenschaften, zum Beispiel Sicherheit, aber auch vor allem Privatsphäre. Und das war dir ja beim letzten Mal auch wichtig. Du wolltest ja das Geld ausgeben, was Privatsphäre, ein hohes Maß an Privatsphäre hat. Und diesen Punkt zum Beispiel, den vermisse ich heute hier in deiner Aufstellung. Nein, tust du nicht, weil Privatsphäre folgt aus Fungibilität. Wenn du ein fungibles Gut hast, dann ist es automatisch privat oder anonym oder welches Wort man dafür halt benutzen möchte. Und zu dann Sicherheit, ich finde, das ist ein vager Begriff. Was meinst du mit Sicherheit genau? Ja gut, ein Teil hast du bei der Haltbarkeit drin, aber Sicherheit, es gibt ja mehrere Sicherheiten beim Geld. Sicherheit bei Bezahlung, Sicherheit beim Besitz, dass es halt nicht den Wert verliert, zum Beispiel einfach durch, indem es für ungültig erklärt wird. Sicherheit beim Transport, dass da nichts irgendwie verloren geht unterwegs, bei der Übertragung an andere und so weiter. Es ist ein bisschen auch in den anderen Punkten verwurstelt. Also Verifizierbarkeit heißt ja auch, ich kann prüfen, dass das, was ich bekomme, wirklich das ist, was es vorgibt zu sein. Sprich, dass es wirklich ein Geld ist, was ich so akzeptiere oder akzeptieren will. Ja. Gut, aber vielleicht machen wir trotzdem mal mit der Fungibilität weiter. Also da waren schon noch ein paar Fragen, glaube ich auch. Wir schmeißen mit dem Begriff immer um uns. Und was auf Deutsch ist nochmal ganz einfach ausgedrückt für unsere Zuschauer und Hörer gemeint, wenn wir sagen, Fungibilität ist gegeben? Da kommen wir jetzt ja schon so ein bisschen an die technischen Details, weil ultimativ ist es eine technische Frage, warum Bitcoin nicht fungibel ist. Ich habe das ja gerade auch gesagt, es liegt am Protokoll. Und für die Leute, die jetzt hier die Folie sehen, es geht um die UTXOs. Ja, ein UTXO ist, vielleicht für die Leute, die die letzte Folge noch im Kopf haben, ich bin ein Freund von kurzen, knappen Definitionen, ein UTXO ist ein Unspent Transaction Output. Also zu Deutsch ein nicht ausgegebener Transaktionsergebnis. Das heißt, um das zu verstehen, müssen wir verstehen, wie Bitcoin aufgebaut ist. Bitcoin hat das sogenannte UTXO-Modell. Also alle Bitcoin, die du in deiner Wallet hast, alle Satoshi, sind ultimativ ein UTXO. Das heißt, jemand anderes hat dir diese Bitcoin geschickt, und du hast sie noch nicht ausgegeben. Wenn du diese Bitcoin ausgibst, dann werden die so zu einem TXO, ja, zu einem Transaction Output. Und diese Transaction Outputs kann man sich auch in dem Block Explorer anschauen. Das ist das, was in den Blöcken praktisch verarbeitet wird. Und wenn du dein UTXO zu einem TXO praktisch machst, das hältst du in dem Block fest und das verifizieren die Miner, dass deine Signatur stimmt und so weiter. Das heißt, das ist das Skelett von Bitcoin eigentlich, wie das Geldledger funktioniert, also diese Buchhaltung. Ja, wir haben keine Accounts, wie das zum Beispiel bei Ethereum der Fall ist, sondern wir haben eben diese UTXO. Und ein UTX oder ein Transaction Output, ein Transaktionsergebnis, ist immer an eine Adresse gebunden, die praktisch als nächster diesen Transaktionsoutput ausgeben darf. Und das ist eben das, was man mit diesen Public Keys macht, ja. Ich sage praktisch, wenn ich jetzt Alice bin, dann sage ich, ich schicke an den Private Key an den Public Key von Bob, also an die Bitcoin-Adresse von Bob, meinen UTXO und gebe ihn damit aus. Das heißt, er wird zu einem TXO. Und Bob bekommt dann durch diese Aktion
den neu geschaffenen UTXO, ja, und kann ihn dann eben ausgeben mit seiner, mit seinem Private Key und seiner Signatur. So, das heißt, die UTXO sind eigentlich Gutscheine. Das ist, denke ich mal, eine einfache Erklärung für Zuhörer. Du hast einen Gutschein und wenn du den ausgibst, kannst du zwei neue Gutscheine schreiben. Einen mit einem Teilbetrag von dem, den du dem anderen übergeben willst, und den anderen Teil mit dem, was du wieder zurückbekommen willst. Genau. Da ist jetzt eben also die Adresse mit drin, die empfängt, die Adresse, die sendet, und natürlich der Betrag, der ausgetauscht wird. Ja, das sind die wichtigen, das ist die richtige juicy Information eigentlich, also die saftigen Daten, weil hier wird ja Wert übertragen. Ja, das heißt, die haben sich ja nicht aus Jux und Tollerei wahrscheinlich da Transaktionen geschickt, sondern die werden irgendwas ausgetauscht haben. Sehr interessant für Staaten natürlich, die die Steuerhinterziehung vermeiden wollen oder eben Terrorfinanzierung und diese ganze Liste, die ich vorher schon mal aufgezählt habe. Man kann sich diese UTXO anschauen und ich würde auch jedem empfehlen, dass man das mal macht. Da gibt es zum Beispiel den Block Explorer von Blockstream. Den benutze ich eigentlich ganz gerne. Den findet man unter blockstream.info, Blockstream, also Block wie der Block, Stream wie streamen.info, und da könnt ihr einfach mal rumklicken und versucht zu verstehen, was da genau jetzt aufgeschrieben ist. Aber im Prinzip ist es genau das. Wir sehen, A schickt an B X, ja, und A kann halt nicht nur an B, sondern er kann gleichzeitig auch an C, D, E und die ganze Palette runterschicken. Also man sendet eine Transaktion und was kann man dann als Sender sozusagen machen? Der Sender sendet die Transaktion. Die Frage ist, was kann ein Dritter machen? Ja, das ist die große Frage, wenn es um Fungibilität geht, weil der Dritte kann eben auch ein Staat sein, eine Regierung sein. Wenn die dann eben hier Informationen über das Geld rausfinden können, dann können die die Fungibilität des Geldes de facto brechen, indem sie eben bestimmte Transaktionen oder Outputs einfach unter Strafe stellen. Das ist das große Problem. Deswegen, das ist bei Bitcoin eben so. Jetzt kann man da ein bisschen das verbessern, indem man zum Beispiel Wallets benutzt, die Privatsphäre-Feature anbieten, wie zum Beispiel Coinjoins. Aber das große Problem bleibt trotzdem, dass jeder sieht halt auf der Blockchain, dass da irgendein Coinjoin stattgefunden hat oder ein ähnliches Verfahren. Und dann kann man eben einfach pauschal sagen, das ist illegal, und dann hat man genau das gleiche Problem. So, und es gibt aber noch mehr Probleme. Alex, wie sieht es denn mit den Adressen aus? Wer sendet, wer empfängt und so weiter? Transaktionsbeträge. Das sind ja noch eine ganze Reihe von Aktionen, die man da den Transaktionen aus der Bitcoin-Blockchain entnehmen kann. Ja, genau. Also wer schon mal eine Bitcoin-Transaktion gemacht hat, ihr braucht dafür ja eine Empfangsadresse. Und diese Empfangsadresse, die ihr in eure Wallet eingebt, die steht später auch so in der Blockchain drin. Ja, und das ist natürlich, jeder, der die Adresse kennt, kann dann schauen, okay, für wie viel Transaktionen wurde die denn benutzt? Und der sieht dann auch, wie viel Geld liegt da drauf? Wurde das mal abgehoben? Ist diese Adresse aktiv oder wird da nur immer was eingezahlt, aber nie was abgehoben? Und kann dann eben das sehen. Ja, das ist bei Bitcoin alles transparent möglich. Und der Betrag steht auch drin, ja, und dann kann man eben bei blockstream.info, wenn man sich eine bestimmte Adresse anschaut, sieht man eben, wie viele Transaktionen da reingekommen sind, wann die reingekommen sind, wie hoch die Beträge sind, die eingezahlt wurden. Die kompletten Finanzen sind offen in Bitcoin. Und wie gesagt, man kann jetzt da ein bisschen, oder wenn man sich auskennt, kann man einiges machen, um seine Privatsphäre zu erhöhen, aber es kostet halt alles Lebenszeit, sich erstmal das Know-how anzueignen, und dann ist es auch noch nicht so einfach, ja. Kostet nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen. Das ist richtig. Wir haben beim Blockchain-Institut wir machen ja auch Blockchain-Analyse, und da schaffen wir es zum Beispiel, dass wir bei Wasabi-Transaktionen, also Wasabi ist eine Wallet, die Coinjoins anbietet und ein hohes Maß an Privatsphäre auch erlaubt. Aber dadurch, dass die Leute gejointe Münzen und welche, die, sagen wir mal, bekannt sind, gemeinsam nutzen, ist halt die Privatsphäre für diese Münzen dann wieder auf Null. Wir haben ja auch hier nochmal als Punkt Blockchain-Analyse in Kombination mit Nutzeridentifikationsdaten.
Sag mal ein bisschen was dazu aus deiner Sicht, Alex. Wir haben ja in Europa und in den USA regulatorische Auflagen, eben die sogenannten KYC-Anforderungen, die Finanzdienstleister machen müssen, dass sie eben ihren Kunden kennen. Das besagt ja KYC, dafür steht die Abkürzung, Know Your Customer. Das ist eben genau die Verbindung, die man als Nationalstaat, Regierung, Blockchain-Analysefirma braucht, um praktisch das volle Bild zu malen. Ja, weil die Blockchain alleine gibt noch kein volles Bild. Aber wenn man dann Identitäten dahinter hat und bestimmte Transaktionen auch gruppieren und clustern kann und so weiter, dann ja, kann man eben viel mehr Informationen generell über die Situation sammeln. Und das ist dann eben halt besonders interessant, wenn es um bestimmte Parteien oder, wie sagt man, Bevölkerungsgruppen gibt, die von Regierungen nicht so toleriert werden. Zusatzfrage ein, denkst du, dass dass Bitcoin eine der Blockchains ist, wo das am besten geht? Oder gibt es da welche, die noch bessere Überwachung zulassen? Also Bitcoin, so wie es im White Paper steht, also da wird ja nichts unternommen, um Privatsphäre zu schaffen. Es geht ja auch im White Paper eigentlich nicht um die Privatsphäre. Es geht um den Nakamoto-Konsens, ja. Und das ist natürlich die bahnbrechende Erfindung in dem White Paper. Aber die Privatsphäre, und das hat man ja eigentlich erst, ja, was weiß ich, 2011, 2012, 2013 gemerkt, als das dann losging mit Silk Road und als die Bitcoin-Leute tatsächlich aktiv verfolgt wurden und eben diese Analyse zum ersten Mal zum Einsatz gekommen ist, dass wenn eben ja da ein Player ist, der viele Informationen sammeln kann, dass der da schon ein sehr umfassendes Bild von der Lage bekommt und dann eben auch da zusätzliche Informationen rausziehen kann. Und ähnlich war es ja bei Silk Road und Ross Ulbricht auch, dass ihm das zum Verhängnis geworden ist mit Bitcoin und Wobei man aber anmerken muss, dass die nicht aufgrund der Analysedaten quasi dingfest gemacht wurden, sondern aufgrund anderer Sachen. Und ja, aber ich glaube, er hat auch Bitcoin-Adressen gereused, um nach Spenden zu fragen und hat damit Identitäten auf Bitcoin Talk gelinkt und so weiter. Also was und dann heißt E-Mail-Adressen. Ja. Also reuse heißt übersetzt wieder, dass du was wieder benutzt. Und das ist eben bei Bitcoin, kann ich sagen, ich mache mir einmal eine Wallet, hole mir einmal eine Adresse und das ist dann wie meine E-Mail-Adresse und die gebe ich jedem und ich benutze nur die und das ist meine einzige Bitcoin-Adresse, ja. Das Problem ist halt genau das, was ich gesagt habe. Jeder, der diese Adresse kennt, kann in den Block Explorer reingehen, diese Adresse eingeben und anschauen, was du denn dann so alles machst. Ja, und wenn das dein einziges Konto ist, dann sieht diese Person dein Konto. Wem und nicht nur dein Konto, sondern auch die Konten von den Leuten, mit denen du Geschäfte machst, ja. Du hast jetzt aber meine Frage noch nicht richtig beantwortet. Ich habe gefragt, welche Blockchain, welche Kryptowährung heute die beste Überwachung mitbietet. Du hast jetzt dich aufs White Paper zurückgezogen. Das White Paper von Bitcoin ist aber 12 Jahre alt. Ja, also ich glaube, wirklich eine Kryptowährung, ja, so wie ein Proof of Work, jetzt nicht sowas wie ein CBDC, also Central Bank Digital Currency, ist wirklich Bitcoin mitunter die einfachste, eben auch weil es so viele KYC-Daten dazu gibt, ja, eben weil Bitcoin so viel genutzt wird und so viele Leute auf Coinbase und den ganzen Exchanges registriert sind, hat man eben so viele Daten und je mehr Daten du in der echten Welt hast, desto klüger bist du praktisch auch im Cyberspace. Okay, gut, jetzt hast du die Frage beantwortet. Vielleicht noch eine ganz kurze weitere Frage, vielleicht kannst du es beantworten. Wie sieht das gegenüber Bitcoin, wie sieht das da mit Ethereum aus? Habe ich da mehr Privatsphäre als Nutzer? Ich bin nicht sonderlich tief in Ethereum drin, deswegen für das kann die ich gerne Leute... Sagen. Ja, dann sag du. Also ich muss sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwelche Tumblr, also irgendwelche Smart Contracts benutzt, die einem helfen, Transaktionen zu verbergen, ist Ethereum auch sehr einfach nachzuvollziehen. Da du ja sogar die Konten hast, wie der Alex vorhin schon gesagt hat, hast du eben nicht solche unausgehenden Transaktionen, sondern du hast Konten und dann geht halt von dem Konto, wenn da was hingeht, du siehst jede Transaktion, wer schickt an wen irgendwas. Allerdings hast du den Vorteil, dass es mittlerweile immer mehr Smart Contracts bzw. Protokolle gibt, die das eben aufhebeln möchten und die Privatsphäre auf Ethereum zurückbringen möchten. Einer davon ist zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name natürlich gerade nicht ein. Zero Knowledge. Ja, ne, das ist was.
Das ist ja dann wieder was anderes. Auch das kannst du ja immer wieder nachvollziehen. So zum Beispiel Railgun. Also das ist ein Projekt, ich hoffe, die schaffen das. Die sagen zum Beispiel, die wollen jede Transaktion, die du machst, irgendwann auf Ethereum, wenn du die mit Railgun machst, kannst du zum Beispiel auch bei One-Inch-Token wechseln. Und das wird dann aber alles privat ablaufen. Ich suche noch mal ganz kurz nach der anderen Sache, aber ich kann nur sagen, auch Ethereum ist sehr leicht nachvollziehbar. Die arbeiten aber dran, dass es bald nicht mehr so ist. Das habe ich schon oft gehört. Tornado Cash, genau. Tornado Cash heißt das. Das ist im Prinzip wie so ein, das Tumblr nennt sich das, also wie so eine Waschmaschine. Das gibt es ja auch für Bitcoin eigentlich. Du schickst dann einfach eine Transaktion in einen Smart Contract rein, dann kriegst du eine Signatur, die kannst du an jemanden anders geben. Und der gibt dann in den Smart Contract diese Signatur ein und kriegt sie dann aus der großen Waschmaschine dann sozusagen gewaschen, herausgegeben. Das kostet dann natürlich wieder Transaktionsgebühren auf beiden Seiten, aber so kannst du dir im Prinzip Adressen neu anlegen, die wie neu entstehen und dann nicht mehr nachvollzogen werden können. Ja, aber man kann wahrscheinlich trotzdem nachvollziehen, dass ein bestimmter Account an so einem Tumblr teilgenommen hat. Oder? Auf jeden Fall, genau. Das sieht man natürlich. Man muss ja die Transaktionen an den zum Beispiel Tornado Cash Smart Contract schicken. Und da sieht man ja, man sieht also, man hat daran teilgenommen, ja. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf unseren Podcast mit dem BTC-Tester verweisen, wo wir auch auf diese Problematiken eingegangen sind. Warum bist du so ein Fan von Monero und was sind dort die dort verwendeten Ringsignaturen? Was hat es damit auf sich? Ja, also der große Unterschied von Monero zu allen anderen Kryptowährungen praktisch, ja, es gibt bestimmt irgendeine, der ich jetzt Unrecht tue, aber im Großen und Ganzen ist der große Unterschied zwischen Monero und Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash und wie sie alle heißen, dass alle Transaktionen in Monero standardmäßig komplett verschleiert sind, der Sender, Empfänger und der Betrag. Das ist kurz und knapp ist der große Unterschied und das ist der Grund, warum ich so ein großer Fan von Monero bin, weil ich eben glaube, dass das notwendig ist, um Fungibilität zu schaffen. Und wenn ich will eine Kryptowährung, ja, eine staatlich unregulierte Kryptowährung als Geld benutzen und Fungibilität ist mir wichtig und deswegen präferiere ich Monero. Um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, die Fungibilität kommt dadurch rein, weil eine Monero-Münze keine Historie mehr hat, wie es bei Bitcoin ist. Um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, richtig? Ja, und ich will jetzt hier ein bisschen Korinthen kacken, weil es mich immer aufregt, wenn ich Podcasts höre und die Leute da nicht so akribisch genau sind. Um genau zu sein, jeder Output, also genau wie in Bitcoin, hat jede Transaktion dieses UTXO-Modell. Und da ist auch eine Geschichte dran. Das Problem ist, dass diese Geschichte dermaßen verschleiert ist durch Kryptographie und sonstige Verschleierungsmechanismen, dass man da halt vom Hundertsten ins Tausendste kommt und jegliche Form von Analyse eigentlich keinen Sinn macht. Das ist der Ansatz von Monero. Das heißt, man hat diese Historie und die ist auch kryptografisch vollständig verifizierbar, wie bei Bitcoin auch. Aber sie ist halt verifizierbar durch kryptografische Mechanismen, ja, wie zum Beispiel ein Zero-Knowledge-Proof oder Ringsignaturen. Ja, Ralf, du hattest das gerade gefragt, mit Ringsignaturen. Das ist praktisch, wir haben einen Ring von möglichen Ausgebern, von möglichen Sendern einer Transaktion und jeder von denen ist gleich wahrscheinlich der wahre Sender, aber es ist tatsächlich nur einer. Und aktuell bei Monero sind das immer bei jeder Transaktion 11 mögliche Sender, von denen einer der wahre Sender ist. Und das ist bei jeder Transaktion so. Und das verschleiert den wahren Sender. Es ist, möchte ich auch direkt dazu sagen, aktuell das schwächste Glied in der Kette der Privatsphäre von Monero. Aber da kommen wir später dazu. Hoffnung ist in Sicht. Wie wird denn in der Transaktion selber der Betrag durch einen Zero-Knowledge-Proof dann wirklich versteckt? Also eine sehr gute Frage. Also wir haben jetzt sozusagen den Sender abgehakt. Jetzt kommen wir zum Transaktionsbetrag. Auch ein sehr wichtiger Datenpunkt bei einer Transaktion, weil wenn ich weiß, ja, wurden da jetzt 10 Euro verschickt oder 10 Milliarden Euro, das macht schon einen Unterschied. Also umgerechnet in Euros, jetzt eher Bitcoin oder Monero. Und wenn man jetzt die Blockchain von Monero anschaut, und das werden wir in der
in dem Video auch noch machen, also guckt euch das auf jeden Fall an, dann sieht man keinen Betrag. Da ist einfach ein Fragezeichen, weil der Betrag versteckt ist. Und zwar ist ein Zero-Knowledge-Proof, ganz einfach kann man das runterbrechen, ich beweise etwas, ohne zu zeigen, was ich tatsächlich beweise. Und was wir in dem Fall beweisen ist, ich habe hier einen Betrag, der null oder größer ist. Das ist alles. Ja, es ist eigentlich ein relativ einfacher mathematischer Beweis. Warum brauchen wir das? Weil wir keine negativen Beträge ausgeben dürfen. Ja, weil das wäre eben ein Inflationsbug, dass wir neues Geld schaffen. Ja, ich gebe minus 50 Monero aus und gebe dann 50 Monero, dann habe ich neues Geld geschaffen. Und das will man natürlich nicht haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir beweisen, dass der Betrag null oder größer ist. Das ist der Transaktionsbetrag. Und dann vielleicht ganz kurz zum Empfänger. Das ist jetzt sozusagen den letzten, den wir schützen müssen. Der hat die sogenannte Stealth-Adresse. Wenn ich jetzt also meine Monero-Adresse auf meiner Webseite poste, die könnt ihr euch anschauen unter alexanarcho.live, und dann diese Monero-Adresse kopiert und einfach mal versucht, bei moneroblocks.info diese Adresse einzugeben, dann findet ihr damit gar nichts, weil diese Adresse nicht auf der Blockchain steht. Stattdessen steht eine Stealth-Adresse oder eine einmalige Adresse sozusagen auf der Blockchain, die der Sender generiert hat, als er die Transaktion für mich abgeschickt hat. Diese Stealth-Adresse, also Stealth heißt ja so geschützt oder getarnt, die tarnt praktisch für jeden, der einfach so auf die Blockchain schaut, der weiß nicht, wo die tatsächlich hingehört. Aber derjenige, der wahre Empfänger ist und dem Private Key praktisch hat für den Public Key, der ultimativ benutzt wurde, um die Stealth-Adresse zu generieren, der weiß, dass diese Transaktion ist für mich. Und so schützt man also den Empfänger. Die Empfangsadressen stehen nicht auf der Blockchain. Ich würde sagen, dass die Stealth-Adresse ist eine Tarnadresse. Auch als Analogie kann man sich auch diesen Stealth-Bomber der Amis ins Gedächtnis rufen, wobei ich aber auch sagen muss, die Technik haben eigentlich wir erfunden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Dann haben wir ja noch den Punkt, den du jetzt noch nicht so angesprochen hast. Wenn ich jetzt den Sender geschützt habe, ich habe den Empfänger geschützt, ich habe jetzt natürlich auch den Transaktionsbetrag beschützt, gibt es ja noch eine weitere Möglichkeit. Es passiert ja eine Kommunikation des Senders mit einem Knotenrechner des Monero-Netzwerkes. Und der Knotenrechner, der als erstes die Transaktionsinformation bekommt, der gibt ja auch ungefähr die Region an, in der ich mich befinde. Und da gibt es ja auch Techniken bei Monero, das zu verstecken. Erklär das mal. Ja, genau. Also vielleicht noch der Unterschied. Die drei Punkte, die wir jetzt zuerst angesprochen hatten, also nochmal Sender, Betrag und Empfänger, das ist praktisch die Blockchain-Analyse. Das sind die Daten, die tatsächlich auf der Blockchain stehen. Und der nächste Punkt, das Netzwerk, ist auch ein zusätzlicher Teil von Analyse, den man machen kann. Aber da braucht man eben noch zusätzliche Ressourcen, also namentlich Nodes im Netzwerk, die horchen und versuchen durch Triangulation, festzustellen, wo eine Transaktion zum ersten Mal gesichtet wurde. Und da braucht man halt relativ viele Nodes im Netzwerk schon mal. Das heißt, das ist eine ressourcenintensive Attacke. Wohingegen die Blockchain-Analyse, die Daten sind öffentlich verfügbar. Ja? Und da muss ich nichts in Echtzeit mitschreiben, um was analysieren zu können, sondern die sind praktisch immer für mich abrufbar. Das ist also der Unterschied. Und jetzt eben, wie Thor richtig gesagt hat, wenn du von zu Hause aus eine Transaktion losschickst, dann geht die natürlich zuerst an den Server in Deutschland. Und wenn du jetzt auch mit einer Node verbunden bist, wirst du wahrscheinlich eher mit einer europäischen Node verbunden, also mit einer Full Node, die praktisch die Blockchain gespeichert hat, die aber nicht dir gehört. Eine Remote Node, sagt man sozusagen, ein Fernknotenpunkt. Und wenn du dich zu dem verbindest und deine Transaktion schickst, dann sieht er natürlich deine IP-Adresse, also beziehungsweise wenn er es loggt, aktiv, aber das kann man auf jeden Fall machen und kann dann natürlich bestimmen, wo
du herkommst. Ja, und mit der IP-Adresse geht das auch relativ genau, außer man benutzt natürlich ein VPN, also ein Virtual Private Network, aber dann hat man genau das gleiche Problem mit dem VPN-Anbieter. Und jetzt kommt eben Dandelion++ zum Einsatz in Monero. Das ist eigentlich ein Vorschlag, der für Bitcoin ursprünglich rausgekommen ist und auch, ich glaube, in Bitcoin teilweise verfügbar ist auf Wallet-Ebene. Also es kommt auf die Wallet an. Und in Monero gibt es eben Dandelion++. Und das funktioniert so, man kann sich das vorstellen wie eine Löwenzahnblume. Wenn ich eine Transaktion losschicke, dann schicke ich die an einen, der schickt es an den nächsten, der schickt es an den nächsten. Und das geht so lange für eine zufällige Anzahl von Hops, sagt man da. Also man kann sich vorstellen wie so ein Frosch, der von einem Seeblatt zum anderen hüpft. Geht das so? Das heißt, die schicken sich immer die Transaktion und dann kommt die sogenannte Fluff-Phase, also wo man an der Pusteblume pustet und die zufällige Ente-Node, mathematisch ausgedrückt, broadcastet die praktisch an das ganze Netzwerk. Das ist Dandelion++ und dann effektiv kann man eben nicht mehr genau feststellen, wo eine Transaktion hergekommen ist, weil man eben diese Stammphase hat, wo die von irgendwo herkommen könnte. Ich kenne noch die alte Technik, weil es ist wahrscheinlich jetzt eine neue, mit dem IPFS, mit dem Interplanetary File System. Ist das jetzt eine Weiterentwicklung? Ist die schon umgesetzt? Oder wie ist denn das mit dem Dandelion? Also, so wie ich das verstehe, hat IPFS mit Dandelion eigentlich nichts zu tun. IPFS ist ja ein Alternativprotokoll zu HTTP, also dass du nicht mehr dieses domain-basierte Server-Dings hast, sondern jeder kann halt seinen eigenen Knotenpunkt hosten, um so peer-to-peer, BitTorrent-mäßig praktisch Daten per Hash auszutauschen. So hatte ich das eigentlich abgespeichert. Dandelion++ wär dann eher so ein Alternativprotokoll zu dem normalen Gossip-Protokoll von Bitcoin. Ja, also normalerweise in Bitcoin teilst du direkt jedem alles mit und so verbreitet sich die Information. Und bei Dandelion++ hat man halt erst diese Stammphase, wo du es nur einem weitererzählst und das macht man eben, das wird auch wieder durch den Algorithmus praktisch festgelegt, wie viele Hops es dann tatsächlich gibt und das ist für jede Transaktion auch unterschiedlich. Dann kommt halt eben erst diese Gossip-Phase, wo jeder jedem alles erzählt. Als ich mich damit beschäftigt hatte vor 5-6 Jahren mit Monero, da bin ich halt, wie gesagt, über das IPFS gestolpert und nicht über das Dandelion, aber okay. Erzähl mal ein bisschen was zu Blockzeit, Blockbelohnung, zum Mining, zum Genesis-Block gegenüber, also von Monero gegenüber Bitcoin. Ja, das gehe ich relativ schnell durch. Die Blockzeit ist 2 Minuten anstatt 10 Minuten, wie bei Bitcoin. Die Blockbelohnung ist dynamisch, das heißt, sie verringert sich eigentlich aktuell mit jedem Block ein bisschen weiter. Man hat also nicht diese abrupten Halving-Events wie bei Bitcoin, sondern das ist eher eine gleitende Kurve. Und in weniger als einem Jahr wird die sogenannte Tail Emission, also die Schwanzausschüttung sozusagen, stattfinden. Und die bedeutet dann, dass immer pro Block 0,6 Monero geschürft werden dürfen. Das heißt, man hat dann praktisch eine statische Menge. Das heißt, wenn man sich die Emissionskurve vorstellt, dass es erst steigt relativ stark und dann flacht es so ab und dann legt man praktisch eine Lineare an mit der Steigung von 0,6 Monero oder whatever. Und genau. Und wenn man das natürlich sich anschaut in der Inflationsrate, haben wir was Ähnliches wie bei Bitcoin, dass die halt gegen Null tendiert und sich da halt nur asymptotisch annähert und nicht das absolut erreicht wie bei Bitcoin. Aber gut. Der Proof of Work ist ähnlich wie bei Bitcoin, also man hat auch einen Proof of Work, der allerdings ASIC-resistent konzipiert ist. Das heißt, er ist explizit so designt, dass man nicht, oder dass man mit einem Computer, den du auch im Laden um die Ecke kaufen kannst, dass du damit Monero schürfen kannst. Und dass du halt nicht hier diese super optimierten Briefbeschwerer von Bitmain brauchst. Mining, habe ich ja gerade gesagt, ist der Proof of Work eben, also dass du einen Hash finden musst, der unter einem bestimmten Wert ist, ultimativ. Genesis Block wurde am 18. April 2014 geschürft. Da wurde Bitmonero gelauncht und dann einige Tage später zu Monero geforkt. Das heißt, direkt nach der Geburt hat man praktisch eine Fork gehabt, wo die Community
die sogenannten Monero Stewards. Genau, die haben dann das Projekt übernommen, es waren 7 Stück und führen das seit 2014. Einige von denen sind öffentlich bekannt. Jüngst Fluffy Pony, der ja jetzt inhaftiert wurde. Und andere sind unbekannt. Also von denen kennt man nur ihre Pseudonyme und halt die PGP-Keys, ja, weil so verifiziert man sich im Cyberspace, so beweise ich dir 100%, dass ich wirklich der bin, der ich sage, wenn ich halt eine digitale Signatur erzeuge. Genau, und in der Geschichte von Monero gab es auch schon einige Forks, Monero Classic zum Beispiel, WowNero. WowNero ist so ein bisschen wie Dogecoin, ja, also die sind eigentlich ein Meme-Coin, aber machen auch technologisch was, ja, und die sind dann so ein bisschen Testnet für Monero. Und Monero Classic war ein Scam, also damit sollte man sich nicht auseinandersetzen. Und auch generell dieses Prinzip von, ich hardforke und habe sozusagen einen Airdrop, funktioniert in Monero nicht wirklich, weil wenn du beide Coins ausgibst, also in der Bitcoin-Welt Bitcoin und Bitcoin Cash, dann verlierst du deine Privatsphäre. Also das sollte man nicht machen. Genau. Kann jeder zu einem Monero-Miner werden? Ja, könnt ihr. Ich habe das neulich auch gemacht. Einfach hier Computer angeschmissen. Ich empfehle XMRig als Software. Und wenn ihr euch da mal ein bisschen informiert, ich denke, Mining macht nur Sinn, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Kommandozeile und so weiter. Und dann findet ihr auf Docker Hub auf jeden Fall Images. Oder Seth Simmons hat eine sehr gute Anleitung auch, wie ihr eine Fullnode betreiben könnt. Und wenn ihr eben eine Fullnode habt, dann könnt ihr auch minen. Ja, das ist ganz easy. Müsst ihr praktisch nur einen Befehl anschalten. Dazu an der Stelle, beim Minen muss ich da irgendwo ein Deposit hinterlegen, ähnlich wie beim Staking. Nein, das ist Proof-of-Work-Mining. Alles, was du hinterlegen musst, ist deine Energie, die du nachweislich verbrauchst, um einen Hash zu erzeugen, der unter einem bestimmten Wert ist. Der Proof-of-Work. Das ist alles, was du hinterlegen musst. Deinen Einsatz musst du in Hardware leisten bei Monero. Und das Problem ist halt, wenn du das mit deinem Rechner machst, das habe ich auch mal mit meinem Notebook gemacht und habe den dann einen Monat durchlaufen lassen. Und seitdem hat er halt ein bisschen thermische Problemchen. Das heißt, wenn es draußen warm sind, muss ich den irgendwie versuchen zu kühlen, weil er sonst Tschüss sagt und meint, er muss jetzt eine Pause machen. Ja. Also ihr könnt es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber wisst, wenn ihr das langfristig macht, ist natürlich Energieverbrauch hoch und der Verschleiß ist natürlich auch höher für CPU, ist ganz klar. Und wirft es denn auch was ab? Ja, also natürlich, wenn du jetzt hier an Solo-Mining Monero rangehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Block findest, wahrscheinlich so einmal in 34 Jahren. Ich kenne Leute, die auf jeden Fall schon Monero-Blöcke solo gemeint haben, also das ist dann halt Lotteriespielen. Du kannst natürlich auch in einem Pool minen, dass du praktisch dich mit anderen zusammenschließt und dann teilt man sich halt die erbeuteten Blöcke. Die Frage jetzt, braucht man besondere Hardware für Monero, kann man einfach so beantworten, ja, man braucht einen Rechner. Ja, und natürlich, je besser eure CPU ist, desto besser oder desto mehr Hashes habt ihr pro Sekunde und das ist natürlich die Schlüssel oder die Schraube, die man natürlich nach oben drehen will. Also wer sich ernsthaft mit Monero Mining auseinandersetzen will, ich glaube in Deutschland, man hat halt schon gebrochenes Bein durch die hohen Energiekosten. Das heißt, da profitabel zu minen, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Und ich brauche bei Monero eine CPU und nicht einen Grafikprozessor wie bei Ethereum, richtig? Genau. Monero ist ASIC-resistant und eigentlich auch GPU-resistant. Also genau. GPU ist Grafikprozessor. Gut, kann jeder Monero-Miner werden? Antwort ist eigentlich ja, richtig? Ja. Und zwar geht es jetzt um die aktuellen Entwicklungen in Monero. Da hast du ja schon über Dandelion++ gesprochen, also sprich die Verschleierung von den IP-Adressen. Was sind denn eigentlich Atomic Swaps, Alex? Ja, sehr gute Frage. Ein Atomic Swap hat seinen Namen daher, dass der Tausch, das ist sozusagen der Swap-Part von dem Begriff, auf atomarer Ebene stattfindet. Ja, also das bedeutet, entweder er findet statt oder er findet nicht statt. Es gibt keinen möglichen Outcome sozusagen in der Spieltheorie, wo eine Partei am Ende beide hat oder beide Outputs hat. Ja, weil wir müssen uns ja vorstellen, Szenario ist, wir haben Alice und wir haben Bob. Alice hat Bitcoin und Bob hat Monero und die beiden wollen tauschen. Aber sie vertrauen sich nicht, weil sie, ja, übers Internet sich nur kennen, ja, kennen nur ihre Pseudonyme und wollen das natürlich dann am besten ohne einen Dritten heranzuholen, der sozusagen als Schiedsrichter
dient. Sie wollen das praktisch auf Protokollebene lösen, ja, dass man praktisch ein Protokoll hat, da machen beide, ja, legen sozusagen ihre Hand drauf und zahlen sozusagen was ein, zahlen ihren Teil ein, und das Protokoll ist eben so designt, dass am Ende entweder hat Bob dann die Bitcoin von Alice und Alice hat die Monero von Bob, oder wenn eben der eine versucht, den anderen zu bescheißen oder was weiß ich, überraschend verstirbt und dann den zweiten Teil vom Atomic Swap nicht machen kann, dass dann halt Alice die Möglichkeit hat, ihre Funds zurückzuholen und so weiter und so fort. Oder Bob zu bestrafen. Ja, das ist dann der schlimmste Outcome sozusagen. Und das heißt, für die Leute, die zum Beispiel A Beautiful Mind geschaut haben, der Film mit Russell Crowe über den, Spieltheoretiker Eric Nash, ja, der das Nash-Equilibrium entdeckt hat sozusagen. Das ist Spieltheorie, was wir hier haben. Das heißt, wir überlegen uns vorher, und das war eigentlich auch der große Akt, warum Atomic Swaps nicht einfach so vom Himmel gefallen sind, weil wir müssen uns vorher überlegen, wie machen wir das denn mit privaten und Public Keys und Signaturen, die wir im Voraus schon erstellen können und so weiter, dass das tatsächlich ohne dritte Partei und eben auf dieser atomaren Ebene stattfinden kann. Und das wurde jetzt vor einiger Zeit angestoßen und hat auch ein ordentliches Crowdfunding von der Monero-Community bekommen. Die haben $300,000 zu dem Zeitpunkt eingesammelt, auch relativ schnell, innerhalb von wenigen Stunden, glaube ich, und haben dann eben diese Atomic Swaps, das Protokoll designt und implementiert. Und effektiv, was das für euch bedeutet, ist, ihr könnt, wenn ihr wollt, eine Technologie benutzen, die euch erlaubt, Bitcoin für Monero oder andersrum zu tauschen, ohne dass ihr jetzt eben Kraken oder Coinbase oder wer halt, Coinbase hat kein Monero, aber ja, ohne dass ihr einer dritten Partei vertrauen müsst sozusagen. Und dezentral. Das ist revolutionär. Also sprich, das ist ja, da kommt dann die Dezentralität in den Tausch zwischen Bitcoin und Monero rein. Ja. Ganz genau. Und gut. Ich unterstreiche das nochmal, wie wichtig das ist, ja, weil wir sehen, wir haben das ja im Monatsrückblick, habt ihr das angesprochen gehabt, wir sehen Anstrengungen, Privatsphäre einzuschränken und solche Coins zu delisten, das heißt, dass sie nicht eben auf Coinbase aufzufinden sind oder dass zum Beispiel Kraken das aus dem Sortiment nehmen müsste. Kraken ist einer der wenigen Exchanges, die das anbieten. Der einzige US-Exchange, der es anbietet. Und da ist es eben super praktisch, wenn man so eine Technologie in der Hintertasche hat, wo man sagen kann, Leute, ihr könnt das delisten, so viel ihr wollt. Wenn ich tauschen will, dann kann ich tauschen, einfach weil es die Technologie mir möglich macht. Deswegen ist das so wichtig, weil es einen Weg schafft, um das Tor, was praktisch versucht wird, zu schließen. Wie tausche ich das? Habe ich da eine Webseite, auf die ich gehen muss? Oder brauche ich spezielle Wallets, um das zu machen? Die Samurai Wallet für Bitcoin, also die Android Wallet, möchte Atomic Swaps zu Monero implementieren. Und die haben sogar einen sehr interessanten Use Case dafür, also einen Anwendungsfall, weil bei den Privacy-Verfahren, die Samurai anbietet, sogenannter Toxic Change entsteht, also giftiges Wechselgeld sozusagen. Und der Ansatz ist eben, dass man dieses giftige Wechselgeld in Monero tauschen kann. Das wäre dann natürlich interessant für die Samurai-Wallet-Nutzer, weil dieser Toxic Change, das sind so €100 oder $100. Ja. Also es ist schon jetzt nichts, wo man sagt, ja, die 50 Cent, da wird der Kohl jetzt auch nicht fett von, sondern es ist schon einiges. Samurai wäre das eine, und ich denke jetzt in der nächsten Zeit, eben weil das noch relativ frisch ist, werden die Anbieter nach und nach kommen. Idealerweise wird das halt implementiert in Software, und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt hier auf der Folie, und zwar Haveno. Das ist auch eine super interessante aktuelle Entwicklung. Der Ansatz ist, man nimmt BISC.network, also für die Leute, die noch ganz alt sind, BitSquare, glaube ich, und forkt das so, dass Monero die Base Currency ist. Ja, in BISC funktioniert alles mit Bitcoin. Man muss Bitcoin hinterlegen, um Tausche machen zu können. Ja, und für die Leute, die BISC nicht kennen, das ist ein dezentraler Marktplatz für Kryptowährungen. Das heißt, man kann da sich eine Software runterladen, und ich kann sozusagen, wenn ich die Software ausführe,
hoste ich über das Tor-Netzwerk meinen eigenen Marktplatz und verbinde mich mit den Marktplätzen von den anderen Leuten im BISC-Netzwerk. Und dann kann ich praktisch ein Angebot posten oder die Angebote sehen, die auf den anderen Marktplätzen gepostet sind und dann eben sagen, okay, ich will jetzt hier Bitcoin für Monero zum Beispiel tauschen. Das ist ein sehr beliebter Anwendungsfall bei BISC. Das Problem ist halt, für diesen Tausch muss ich bei BISC Bitcoin hinterlegt haben und auch nicht wenig. Ja, und die Transaktionsgebühren bei Bitcoin sind relativ hoch. Und wenn man dann gerade so dezentrales Zeug machen will, muss man meistens mehrere Transaktionen machen und dann ist es teuer und langsam und alles nicht so ideal. Deswegen der Ansatz von Haveno ist, wir nehmen Monero mit der schnelleren Blockzeit und mit den niedrigeren Transaktionsgebühren und der höheren Privatsphäre, versuchen praktisch so einen dezentralen Marktplatz aufzubauen. Und die könnten vielleicht auch Atomic Swaps implementieren, dass sie dann halt sagen, okay, eine Technologie, die wir anbieten, ist, dass ihr es über einen Atomic Swap macht. Klingt interessant. Die BISC hatten wir auch, also BISC-Kryptobörse hatten wir auch mit einem BTC-Tester zusammen vorgestellt. Auch. Aber bei BISC kann ich ja auch Bitcoin gegen Fiat, also gegen Euro und andere Fiat-Gelder tauschen. Kann ich das dann bei Haveno auch? Yes, aber halt für Monero. Ja? Also mit Monero, mit SEPA kaufen und all das gute Zeug. Und dann haben wir noch Triptych. Wie das will ja die Ringsignaturen verbessern. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, also jetzt kommen wir auch wieder, also ich finde, es ist alles spannend, was auf der Liste steht. Atomic Swaps, genial. Haveno, unglaublich. Ja, Triptych, was Triptych bedeutet ist, ich hatte das ja vorhin gesagt, die Ringsignaturen sind aktuell noch das schwächste Glied in der Kette der Privatsphäre von Monero, weil man eben 11 mögliche Sender hat. Warum sind das 11? Ja, warum sind das nicht 5 oder 50? Der Grund ist, jeder mögliche Sender hat seinen Preis. Und der Preis ist Kilobyte sozusagen. Ja, Speicherplatz, der dann halt auf der Blockchain liegt. Und jetzt könnte man auch Stand heute sagen, ah cool, ja, da machen wir einfach eine Ringsignatur mit 1000 Leuten, ja, für jede Transaktion. Aber dann explodiert halt die Größe der Blockchain, was die Dezentralität der Community schädigt, weil weniger Leute die Möglichkeiten und Ressourcen haben, eine Fullnode zu betreiben. Deswegen ist das so eine Gratwanderung. Ja, da muss man entscheiden, natürlich, je mehr Leute in der Ringsignatur sind, desto höher ist die Privatsphäre. Aber es kostet halt auch was. Und bisher hat man eben abgewägt und gesagt, 11 Leute ist okay. Ja, wenn man da ein paar Transaktionen hintereinander macht, dann kann man auch sein Anonymitätsset vergrößern, das ist okay. Triptych ist jetzt eine Findung sozusagen in der Kryptographie, die es ermöglicht, eine viel größere Ringsignatur zu machen für den gleichen Preis. Das heißt, anstatt 11 Leuten für 2 Kilobyte, sage ich jetzt einfach mal so, die Zahl ist wahrscheinlich eine andere, es ist viel niedriger, anstatt 11 Leuten kann ich jetzt 128 Leute in der Ringsignatur machen, für den gleichen Preis. Ja, und das ist natürlich, also wenn man sich das mal vorstellt, von 11 auf 128, vielleicht, das ist eben jetzt noch nicht ganz fest, werden es auch 256, vielleicht werden es auch nur 64. Also das ist noch nicht ganz festgelegt und es ist auch, steht auch noch nicht fest, wann das jetzt tatsächlich implementiert wird. Es ist nur sicher, dass es implementiert wird und dass es eben diese Verbesserung mit sich bringt. Und wie gesagt, es verbessert das schlechteste Glied. Und wir wissen ja, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das heißt, diese Verbesserung macht komplett Monero nochmal einiges besser. Und gerade in Entwicklungen wie mit CipherTrace, wo die ja jetzt hier ihr neues Tool praktisch veröffentlicht haben vom Department of Homeland Security, also eine Blockchain-Analysefirma, die angeblich ein Tool hat, um Monero-Transaktionen zu tracken. Für die ist das ein Riesenstein im Getriebe. Ja? Weil wenn du Monero angreifst, dann greifst du die Ringsignaturen an. Und wenn die sich verbessern, dann hast du echt ein Problem. Ich habe da von einem Angriffsvektor gelesen, von wegen, dass man viele kleine Transaktionen losschicken kann. Das ist wahrscheinlich dann dieses, dass wenn man in die 11 reinkommt, wenn man genug Transaktionen in diese 11 Ringsignaturen reinbekommt, dann kann man ja am Ende auch denjenigen welchen, bei dem es endet, dann besser rausfinden. Sagen, wenn man genau das Netzwerk damit spammt, ja. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich benenne es noch kurz. Das ist, glaube ich, die sogenannte Blackball-Attack.
Und die besteht eben darin, ich mache ganz viele Transaktionen und wenn ich jetzt, ich vereinfache es nochmal, ja, angenommen, es gibt immer nur zwei mögliche Sender. Ja, und wenn ich jetzt aber ganz viele habe, der Mechanismus funktioniert so, wenn ich oder wenn Mario jetzt eine Transaktion senden will, greift er sich einfach einen anderen Output aus der Blockchain raus und sagt, so, der könnte jetzt auch ein möglicher Sender sein. Das heißt, wo der eigentlich der Output herkommt, hat damit gar nichts zu tun. Aber wenn jetzt der Output, den er sich gegriffen hat, ein Output ist, der praktisch vom Angreifer kommt, wo der Angreifer weiß, das ist ja meiner, der ist, ich weiß, dass er nicht der wahre Sender ist, dann hat der Mario identifiziert. Und natürlich, wenn ich eine Ringsignaturengröße von 2 habe, katastrophal, ja, praktisch 50-50, da kann man ja fast noch raten. 11 ist akzeptabel, 128 wäre wünschenswert. Ja, und genau, das ist das. Gibt es denn eine Zeit oder Roadmap, wann dieses Triptych als produktiv eingeführt werden soll oder bis wann? Die Ressource, um sowas zu erfahren, ist getmonero.org. Das ist die offizielle Webseite vom Monero-Projekt. Und wenn ihr da drauf seid, der rechteste Reiter im obersten Menü ist die sind Ressourcen. Und da, wenn ihr das aufklappt, dann seht ihr die Roadmap. Da steht jetzt für 2021 nur noch die Atomic Swaps. Also was schon erreicht wurde, ist eine Onion-Adresse für getmonero.org einzurichten. Aber gut, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber die Atomic Swaps kommen eben noch. Und in der Zukunft wird Bulletproofs Plus und eben Triptych kommen. Deswegen wahrscheinlich nicht mal dieses Jahr, aber vielleicht im frühen nächsten Jahr wird das aktiviert dann. Und das wird aktiviert mit einer Hard Fork. Das heißt, es gibt ein netzwerkweites Upgrade, wo alle Teilnehmer ihre Software updaten müssen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt, keine Ahnung, inspiriert durch meinen Vortrag hier, Monero holt, es lohnt sich und ihr müsst das teilweise auch machen, dass ihr eure Wallet-Software dann aktualisiert. Ja. Wenn es eine Mobile-Wallet ist, dann einfach in den App-Store reingehen und auf Update klicken. Ich muss dazu nochmal sagen zu Monero. Monero in der Regel zweimal pro Jahr ist es erforderlich, die Software zu aktualisieren. Ja, also die Updates für die Wallets kommen natürlich viel häufiger raus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Cake Wallet benutzt, die ich immer empfehle für Android oder iOS, dann kommen natürlich da häufiger Updates raus, auch einfach nur mit Benutzeroberfläche verbessert oder was auch immer. Ursprünglich war das mal zweimal im Jahr. Aktuell ist das seltener geworden. Wir sind jetzt eigentlich eher bei so einmal im Jahr. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Projekt einfach reifer wird und auch solide mittlerweile ist. Ja, früher, also Monero 2014 war eine absolute Katastrophe und hat bei weitem nicht die Privatsphäre geboten und die Fungibilität gehabt, die es heute hat. Aber es verbessert sich eben und es wird reifer und deswegen auch seltener Hardfork. Da fallen mir noch zwei Sachen ein. Die erste Sache ist, es gab ja mal Local Bitcoin, das heißt, wo man jemanden treffen konnte, der seine Bitcoins gegen Euro, Dollar, was auch immer verkaufte. Und das Gleiche gab es ja auch mit Local Monero. Gibt es das noch? Ja, gibt es noch. Die Domain oder die URL dafür ist Local Monero, so wie man spricht, mit einem C bei local.co. Also nicht .com, sondern einfach .co. Und da kann man sich einen Account machen. Also für die Leute, die mal Monero einfach so auf der Straße kaufen wollen, so good old fashioned style, wie bei Bitcoin früher eigentlich, ist das die beste Anlaufstelle. Vor allem, weil halt auch nicht deutsche IPs geblockt sind und Tausche für Deutsche angeboten werden, was ja bei Local Bitcoin mittlerweile nicht mehr so ist. Ja, oder wenn man mit Monero-Fans sich mal treffen will, kann man ja auch dafür benutzen, um Kontakt zu Kryptoianern oder Monero-Fans zu bekommen. So, die zweite Sache, da kannst du ja noch ein bisschen was dazu sagen. Das ist vor ein paar Jahren passiert. Du hast ja vorhin erzählt, Monero ist ESIC-resistent. Du hast es noch angesprochen, Bitmain, die hatten ja mal die tolle Idee, auch Monero-Miner quasi herzustellen und haben die dann auch mal eine Zeit lang erstmal laufen lassen, um zu testen, wie die funktionieren und haben natürlich eine ganze Menge Monero gemeint. Und wie war denn da die Antwort des Monero-Netzwerks? Fang mal von vorne an. Warum überhaupt dieser ganze Tamtam über ASIC Resistance? Es kommt eigentlich daher, dass im Monero White Paper, also Monero ist sehr ähnlich zu Bitcoin, aber es ist halt kein Bitcoin-Fork, sondern es hat seine komplett eigene Entstehungsgeschichte und auch sein eigenes White Paper, das Crypto Note White Paper
von Nicolas van Saberhagen, der auch unbekannt ist. Ja, also genauso wie Satoshi Nakamoto, ein Gründer, der die Idee hatte und aber da mittlerweile untergetaucht ist. Wobei Nicolas van Saberhagen hat nur das White Paper geschrieben. Egal. Und der schreibt da halt, dass man ASIC-Resistance bräuchte, um Dezentralität im Mining zu haben. Also das, was Satoshi Nakamoto eigentlich auch schon geschrieben hat, eine CPU, eine Stimme, also ein Computerkern, eine Stimme sozusagen, ist ja bei Bitcoin nicht so. Ja, also da ist ja eher, wenn du den ASIC hast, also den extra für Bitcoin geschaffenen Computer, dann ist der natürlich viel stärker als da jetzt hier so ein Ding aus dem Mediamarkt. Und deswegen, wer in der Lage ist, diese Dinger für sich zu beschaffen, also diese super Spezialcomputer, der kann dann natürlich auch den größten Anteil im Netzwerk haben. Und die Miner haben ja schon eine Macht, denn die bestimmen, welche Transaktionen reinkommen und nach welchen Regeln gespielt wird. Deswegen möchte man in Monero ASIC-resistant sein. Und ich denke, es ergibt ja auch schon Sinn, weil für mich als Privatperson Bitcoin habe ich noch nicht gemeint und würde ich auch nie ernsthaft machen. Und Monero-Mining, gut, in Deutschland würde ich es auch nicht ernsthaft machen, aber das liegt zumindest viel näher. War ja dann auch interessant, wie kam das überhaupt raus? Ja, weil Bitmain stellt sich ja nicht hin und sagt, so Leute, hört mal alle zu hier mit der großen Trommel. Wir haben jetzt hier einen Monero-ASIC geschaffen und den verkaufen wir jetzt direkt, sondern die haben das natürlich hinter verschlossener Tür gemacht. Und alles, was man dann als Alex Anarcho sieht, der vielleicht hin und wieder mal sich die Statistiken anschaut, ist, die Hashrate geht hoch. Das halt nicht nur ein bisschen, sondern auch schon ganz ordentlich. Ja, so dass es so teilweise aussieht wie der Bitcoin-Kurs. Und dann stand natürlich oder ging das Gerücht um, vielleicht ist da ein ASIC im Spiel. Was machen wir denn dann, wenn ein ASIC da ist? Ja, brechen wir mit dem White Paper oder halten wir uns mit dem White Paper? Die Entscheidung wurde getroffen, dass man sich mit dem White Paper auf Linie hält. Vorläufige Lösung hat man sich entschieden, hey, diese super Spezialcomputer sind ja so super spezial, dass sie nur diesen einen einzigen Proof-of-Work-Algorithmus lösen können. Das heißt, wenn wir den Proof-of-Work-Algorithmus in Monero nur ein bisschen verändern, dann sind die komplett wertlos und können gar nichts mehr machen. Ja, dieses komplette Investment, was Bitmain dann zum Beispiel getätigt hätte, wäre umsonst gewesen. Und deswegen hat man genau das gemacht. Ja, man hat den Proof-of-Work-Algorithmus ein bisschen verändert und man hat genau gesehen, die Hardfork wurde aktiviert. Die wird ja immer zu einem bestimmten Block aktiviert, ab einer bestimmten Höhe sozusagen, ist direkt in den Keller gefallen. Ja, und der Chart sieht dann ganz lustig aus. Er geht erst so in die Höhe, dann ein bisschen nach oben. Also so ein Bart Simpson eigentlich. Das ging dann für ein paar Monate eigentlich Jahre so weiter. Monero hat den Proof of Work getweakt, also ein bisschen verändert. Und dann war für 3 Monate Ruhe und dann ging die Hashrate wieder nach oben. Und also Schluss, wieder der ASIC wurde geschaffen. Ja, weil natürlich, du musst dich hinsetzen und diesen super Spezialcomputer erstmal bauen für die neuen Spezifikationen. Und du musst da komplett von vorne anfangen. Naja, das hat man dann, 3-4 Hardforks gemacht und dann natürlich sich in der ganzen Zeit schon überlegt, Leute, so können wir nicht weitermachen. Das ist ja kein Zustand, dass wir immer eigentlich an so einem wichtigen Stellschraube in unserem Protokoll hier arbeiten. Ja, also der Proof of Work, den sollte man eigentlich einmal setzen und dann basta, ja. Den sollte man nicht mit jeder Hardfork verändern, weil das ist natürlich auch eine Fehlerquelle. Und wenn da ein Fehler drin ist, Katastrophe. Also hat man sich Random X ausgedacht. Und das ist jetzt eben der Name für den neuen Proof-of-Work-Algorithmus, den Monero jetzt seit Ende 2019, glaube ich, aktiviert hat. Und Random X ist eben so designt worden, dass er vor allem und am besten von CPUs, also von den Computern, die man praktisch im Mediamarkt kaufen kann, geschürft werden kann. Und nicht von diesen super Spezialcomputern. Und dass es auch gar nicht möglich ist, diesen super Spezialcomputer zu machen, weil Random X sich immer so verändert, dass er nur von einer CPU geschürft werden kann. Aber das ist sehr detailliert, genau. Aber im Groben und Ganzen, das war die Geschichte von den ASIC-Kriegen in Monero. Und jetzt seit Random X ist eigentlich auch Ruhe, beziehungsweise ganz interessant, ja, wenn man sich jetzt den Chart anschaut, nachdem Random X implementiert wurde, ist die Hashrate nach oben gegangen. Ziemlich drastisch sogar. Ich glaube, wir sind jetzt über 2 Giga-Hashes aktuell. Das liegt daran, dass Random X für CPU optimiert ist. Das heißt,
Mit der gleichen CPU kann ich jetzt auf einmal mehr Hashes erzeugen. Ne, interessant. Und ich frage mich bloß die ganze Zeit, warum Monero noch nicht Platz 2 nach Bitcoin ist. Ja, Ralf, you and me both, also du und ich auch. Ich denke, es liegt halt daran, dass es ein Projekt wie Bitcoin ist. Eine wahre, pure Kryptowährung, die praktisch so aus dem Internet rausgeploppt ist, ja von Nicolas van Saberhagen, dann, wer die Geschichte kennt, Thankful for Today, er schafft Bitmonero, dann kommen die Monero Stewards und forken Monero weg und dann praktisch ja seit 2014 eigentlich konsistent Hardfork und Verbesserungen und natürlich viele Memes zwischendurch. Aber es hat halt kein Marketing-Department, so wie das jetzt zum Beispiel Dash hat. Ja, Dash hat inhärent eigentlich durch das Protokoll dieses Geld, die Ressourcen für Marketing. Und deswegen findet man halt einen Dash-Kugelschreiber, aber keinen Monero-Kugelschreiber. Ja, bei Monero findet man, wenn Leute so wie ich zum Beispiel sagen, hey, ich nehme jetzt mal einen Huni in die Hand und lass mal so ein paar Sticker drucken und verteile die dann. Ja, dann findet man was von Monero. Aber das kommt alles von der Community her, was natürlich viel länger dauert, um anzulaufen. Aber ich bin ein großer Freund von Open Source und ich glaube, dieser Graswurzelansatz ist genau das Richtige, was man braucht, weil das sind die bleibenden Veränderungen in der Gesellschaft. Ja, wenn sich das erstmal so etabliert hat, denke ich, dann wird das noch mitkommen mit dem Preis. Und ich finde Monero auch ganz interessant, ja, weil dadurch, dass es eben so vernachlässigt ist, gibt es einen viel ehrlicheren Blick auf die Nutzung der tatsächlichen Kryptowährung. Ja, weil Monero wird tatsächlich benutzt als Geld. Zum Beispiel in Darknet Markets, ja, also wo Leute eben Drogen und was weiß ich was kaufen können. Aber auch in, ja, zum Beispiel bei shopinbit.de, der Store von Lawrence, bietet auch Monero an, ja, oder gewisse VPN-Anbieter kann man mit Monero bezahlen. Und deswegen finde ich halt den Monero-Preis, klar, wir würden uns alle wünschen, dass er viel höher wäre, aber auf der anderen Seite ist es mir nicht so wichtig, weil ultimativ die Technologie im Vordergrund steht und der Preis praktisch nur noch eine Reflexion langfristig ist von dem, wie gut die fundamentalen Aspekte sind. Ja, was genau ist Mimblewimble? Ich finde persönlich, diese Geschichten aus dem Darknet oder aus den Tiefen des Internets unglaublich spannend. Und Mimblewimble hat genauso eine Entstehungsgeschichte wie Bitcoin und Monero praktisch auch. Es ist praktisch daraus geboren, eines Tages kommt ein Nutzer in den Bitcoin IRC Channel, ja, also da, wo die Bitcoin Developer sozusagen abhängen. Und der Nutzer heißt Tom Elvis Jedusor. Das ist der Name von Tom Riddle. Und für die Leute, die Harry Potter kennen, das ist der Name von Lord Voldemort, bevor er praktisch zu Lord Voldemort wird. Und natürlich, ja, also im Französischen, Voldemort macht ja im zweiten Teil diesen Satz mit aus seinen Buchstaben und deswegen heißt er halt anders und heißt Tom Elvis Jedusor. Und so hieß er auch. Und der hat eigentlich nur einen Link zu einer Onion-Seite gedroppt, wo eben das Mimblewimble White Paper war. Und der ist praktisch reingekommen in den Chatraum, hat den Link gepostet und ist abgetaucht und man hat ihn nie wieder gesehen. Und dann war das erstmal so ein bisschen Vergessenheit und dann kam einer von den Bitcoin-Wizards, also von den Bitcoin-Obercracks, der Andrew Polstra, da drauf, sich das mal genauer anzuschauen. Ja, und hat dann da gelesen und auf einmal festgestellt, oh mein Gott, was der da schreibt, die Mathematik, die Kryptographie, das stimmt. Ja, das ergibt Sinn, was der macht. Und ultimativ ist es ein neuer Herangehensansatz an dieses ganze Blockchain- und UTXO-Thema. Und wir nehmen wieder ein zusätzliches Werkzeug der Kryptographie zur Hand, um praktisch wie bei Brüchen zu kürzen. So kann man sich's gut versinnbildlichen. Genauso wie ich, was weiß ich, 20 Viertel kürzen kann, den Bruch, so kann man eben die UTXOs kürzen. Ja, und dann muss man wirklich nur noch die UTXOs mit sich führen, die tatsächlich auch nicht ausgegeben sind. Und das macht natürlich eine viel schlankere Blockchain am Ende. Ja, also wenn man Bitcoin, was ja über 200 Gigabyte aktuell an der Blockchain hat, auf Mimblewimble-Basis machen würde, wären das vielleicht 10 Gigabyte.
Also könnte man vielleicht sogar noch mit dem Smartphone eine Full Note betreiben. Also schon revolutionärer Ansatz auch hier. Und Mimblewimble, dadurch, dass man praktisch was kürzt, hat das auch interessante Aspekte für Privatsphäre. Ja, weil was gekürzt wird, wird weggeschmissen und das ist dann weg. Ja, deswegen, wenn man sich das später anschaut, dann sieht man es nicht mehr. Und deswegen hier, das sind auf jeden Fall die krassen Vorteile. Die Nachteile sind natürlich, es ist relativ neu, weil gerade bei so kryptografischen Sachen, wenn man da Geldprotokoll drauf aufbauen will, muss man natürlich immer vorsichtig sein. Da ist viel experimentell auch. Und natürlich, das dann jetzt bei Bitcoin zum Beispiel zu implementieren, steht eigentlich komplett außer Frage erstmal, weil da steigen ja die Bitcoin-Maximalisten aufs Dach. Aber man hat eben andere Coins, die das ausprobieren. So zum Beispiel Grin und Beam. Ja, das sind zwei Projekte, die das Mimblewimble-Protokoll, was im Mimblewimble-Whitepaper eben spezifiziert ist, implementieren. Und ich muss das noch kurz erwähnen, weil wenn man das hört, Mimblewimble und Tom Elvis Jettisor, das ist ja total komisch, aber es ist eigentlich voll witzig, weil alles, was so mit Mimblewimble zu tun hat, spielt so im Harry-Potter-Universum. Ja? Und Mimblewimble, die Hardcore-Fans wissen das vielleicht, das ist der Zauberspruch, um die Zunge zu knoten, ja, dass man nichts sagen kann, dass man sozusagen schweigen muss. Und so heißt das Protokoll praktisch. Und der Hauptentwickler von Grin heißt zum Beispiel Ignotus Peverell. Und Ignotus Peverell, auch wieder für die Hardcore-Fans, ist auch ein Charakter aus dem Harry-Potter-Universum, der ursprünglich den Unsichtbarkeitsmantel bekommt. Ja? Und so benennen die Leute sich irgendwie in dem Projekt Harry-Potter bezogen. Und ich finde es irgendwie total witzig und genial. Kurz den Unterschied zwischen Grin und Beam. Du hast jetzt in den Mund genommen beides. Also ich bin da jetzt auch nicht super tief drin. So wie ich den Unterschied verstanden habe, ganz grob, ist Beam hat eine Founders-Tax eingebaut. Das heißt, im Protokoll spezifiziert ist, dass eben ein bestimmter Anteil der Block-Rewards an das Entwicklerteam geht. Das ist die Entscheidung, die getroffen haben, um ihre Entwicklung zu finanzieren. Für mich persönlich ist es ein Dealbreaker. Ja? Also Beam, interessant. Ja, ich finde das toll, dass sie da weiter forschen und es praktisch weiterentwickeln. Aber ich würde da nie mein Geld rein investieren. Und Grin hat eben eher diesen Graswurzelansatz, dass es halt ja kein Funding in dem Sinne gibt, sondern das ist halt Leute, die freiwillig ihre Zeit da reinstecken oder freiwillig ihr Geld da reinstecken und so finanziert sich das, so wie Bitcoin und Monero halt auch. Ich hatte jetzt noch gelesen, also es ist nicht nur bei den beiden implementiert, ich habe noch gelesen, in einem von vier, es muss ja viele Litecoin-Testnetzwerke geben, da haben sie es auch schon drin. Also, aber das ist dann, Litecoin ist ja das Testnetzwerk von Bitcoin, aber also es ist ja sozusagen, wird sozusagen aber schon vorbereitet und nachgedacht. Aber es könnte implementiert werden, aber wie du es schon sagst, es braucht erstmal noch ein bisschen, ja. Also ich glaube aber auch, selbst wenn es erfolgreich in Litecoin implementiert und getestet wird, wird es nicht ins Bitcoin-Main-Protokoll aufgenommen, sondern wird als Sidechain irgendwie implementiert. Hm. Das ist zumindest immer so der Tenor, den ich bekomme, wenn ich bis jetzt mit den Bitcoin-Maxis darüber gesprochen habe. Mario, du kannst ja mal gucken, ob du Grin oder Beam bei CoinGecko irgendwo siehst. Auf welchen Plätzen lungern die denn rum? Ja, ja. Sind die unter den Top 200? Vielleicht noch ein wichtiger Punkt hier. Warum wird es nicht in Bitcoin implementiert? Weil es wäre ja vielleicht schon eine krasse Verbesserung. Aber es bräuchte halt eine Hardfork. Ja, glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass man das sowas Tiefes softforken kann. Und es wird in Bitcoin keine Hardfork geben. Deswegen glaube ich nicht, dass es jemals implementiert werden würde. Also, wenn dann halt als Sidechain, ja. Also zu Thors Frage noch ganz kurz, Beam auf Platz 445 zurzeit und Grin auf Platz 749, ja. Ja. Genau, aber das sind auch, ist mir gerade eingefallen, es sind keine klassischen Kryptowährungen wie jetzt Bitcoin und Monero. Ja, also es gibt da schon Unterschiede, dass man zum Beispiel online sein muss, um Geld zu empfangen. Ja, das ist, sind teilweise Aspekte bei Grin, oder generell bei Mimblewimble, die halt dazukommen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile rausgebügelt ist, dass man da auch Offline-Zahlungen empfangen kann. Ich weiß nur, dass es vor, was weiß ich, ein, zwei Jahren so war. Es wird oft gesagt, Mimblewimble ist die Privacy-Lösung. Das stimmt nicht ganz. Mimblewimble aus
aus dem Haus raus, ja, so wie es im White Paper steht, bringt keine wirkliche Privatsphäre, außer eben dieses Nachträgliche, dass man das rauskürzt. Aber der Angriffsvektor hier ist, dass man aktiv eben praktisch horcht, alles aufzeichnet und dann halt eben nicht kürzt selber. Ja? Und dann hast du natürlich auch wieder alles. Beziehungsweise, ich bin da jetzt nicht so tief drin und ich glaube, es ist auch relativ technisch, deswegen denke ich, lassen wir es an der Stelle. Nee, gebe ich dir schon recht. Und bei Bitcoin musst du halt überlegen, weil Bitcoin die wertvollste Kryptowährung ist, die meisten Wert speichert. Wenn du da irgendeine gravierende Veränderung machst und das kracht, dann fährst du das komplette Geldsystem gegen die Wand. Und deswegen denke ich, wie du auch, das wird bei Bitcoin eigentlich so schnell nicht implementiert werden. Gut, ich denke, wir haben jetzt hier an der Stelle ziemlich viel schon über Monero gesprochen und philosophiert. Wir sollten dann mal übergehen auch zu dem praktischen Teil. Ja, aber als erstes machen wir noch den Ausblick, oder? Also kommen wir zum letzten Teil. Die Folie ist hier gerade noch, ist ergänzt worden im Vergleich zu sonst immer. Wer von euch beiden hat denn, Thor oder Ralf, wer von euch beiden hat denn diese Frage dazu gemacht? Könnt ihr das die Fragen bitte? Also ich habe zwei Fragen dazu gemacht. Die beiden ersten, planst du nach El Salvador zu gehen oder deinen Wohnsitz aus Germany zu verlegen? Ralf, das heißt Deutschland, das muss doch wissen. Das Letzte, was ich eigentlich von El Salvador gehört hatte, die Kriminalität da immer noch relativ hoch ist. Und generell Südamerika, ich war mal ein paar Monate in Mexiko und keine Ahnung, ich habe jetzt erstmal so mein Pegel an Südamerika und Zentralamerika erfüllt. Deswegen, aber du meinst jetzt wahrscheinlich wegen Bitcoin, aber nee, plane ich nicht. Das ist für mich jetzt kein so großer Grund. Und meinen Wohnsitz wirklich planen zu verlagern, tue ich auch nicht, weil ja, ich in Deutschland arbeite und deswegen nicht umziehe aktuell. Ja, zweite Frage. Wir planen ja eventuell sowas wie Verrücktes, wie ein Vulkano-Mining zu machen. Was ist das mit Geothermie und kombiniert vielleicht auch mit anderen Energiearten? In einem mittelamerikanischen oder sonst sehr vulkanaktiven Land Bitcoin oder anderes Mining zu machen, um diese günstig gewonnene Energie des Mining einzusetzen. Würdest du dich daran beteiligen? Nee, würde ich nicht, weil ich generell von solchen Investitionen Abstand nehme. Ich halte das eigentlich wie der ursprüngliche Verfasser des HODL-Posts in Bitcoin Talk. Mir ist das alles zu kompliziert. Alles, was ich weiß, ist, ich HODL und mach die Augen zu und schlaf. Gibt es in 10 Jahren noch Bitcoin und Monero, Alex? Was denkst du? Wenn es in 10 Jahren die Menschheit noch gibt und noch Computer, dann denke ich, wird es Bitcoin und Monero auf jeden Fall auch noch geben. Was wirst du in 10 Jahren dann machen noch? Bist du dann immer noch der Alex Anarcho? Das ist eine gute Frage, aber in 10 Jahren werde ich hoffentlich nicht mehr arbeiten müssen, weil Bitcoin to the Moon gegangen ist und dann kann ich, keine Ahnung, zu Hause bleiben und mich um Kinder und Hund und Sonstiges kümmern und in der Freizeit vielleicht ein bisschen an Open-Source-Projekten mitarbeiten. Das wäre so der Traum. Klingt gut. Apropos Open-Source, du hast ja noch einen Podcast unter alexanarcho.live. Da ist jetzt momentan ein bisschen ruhig. Was planst du dort wieder an neuen Projekten oder Buchleseprojekten? Ja, es ist ein bisschen ruhig, weil ich so beschäftigt bin. Ich plane allerdings das Buch Against Intellectual Property von Stefan Kinsella zu lesen, also auf Deutsch gegen intellektuelles Eigentum, weil ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema. Also ich lese ja generell philosophische Bücher und so weiter und jetzt habe ich so mich mit dem Geldsystem auseinandergesetzt. Ich habe mich mit generell Ethik und wie lebt die freie Gesellschaft auseinandergesetzt. Und jetzt würde ich mich gerne mit intellektuellem Eigentum auseinandersetzen, weil es eben, ja, viele Leute glauben, es gibt intellektuelles Eigentum und ich sehe das ein bisschen anders. Und ich denke, die Argumente gegen intellektuelles Eigentum sind sehr stark, aber man hört die irgendwie nicht. Und deswegen möchte ich die zum Besten geben im üblichen Alex Anarcho-Style. Liest du mein Buch, Dezentrales Geld und DeFi? Ja, wenn du die Monero vereinbart auf die Adresse einzahlst.
Also der Mario und ich, wir haben mit Thor vereinbart, wir lesen das erst dann, wenn es verfilmt worden ist. Dann brauchen wir es nämlich nicht zu lesen. Ja, das ist auch gut. Aber toll, was ihr so für Vereinbarungen habt, von denen ich nichts weiß. Von der Monero-Adresse weiß ich nichts und von euch, eurer beiden Ideen weiß ich auch nichts. Ja, komm, die steht doch auf meiner Website. Dann denke ich mal, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir danken dem Alex Anascho für seine Zeit und wir werden jetzt eine kurze Pause machen und danach das Tutorial aufnehmen. Und für die Zuhörer und für die Zuschauer, da bedanken wir uns erstmal für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ja, tschüss. Bis dahin. Ciao. So, dann hallo und herzlich willkommen zurück zum Hands-on- und Tutorial-Teil von unserer 23. Folge von Bitcoin über Mimblewimble zu Monero. In dieser wird uns jetzt Alex ein bisschen tiefer zeigen, was es mit Monero auf sich hat. Hat uns vorhin auch schon mal was erzählt, jetzt in der Pause, das klang ganz interessant. Und erstmal wieder willkommen zurück, Alex. Willkommen zurück, Thor und Ralf. Ja. Und ich übergebe dir gerne das Wort, Alex. Ja, freut mich für die Leute, die jetzt hier das anschauen. Wir teilen meinen Screen, dann könnt ihr sehen, was ich sehe. Nochmal für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ich bin Alex Anarcho. Ihr findet mehr zu mir auf alexanarcho.live. Ich mache auch einen anderen Podcast neben dem Alex Anarcho Podcast, und zwar der Monero Mumble. Der findet einmal im Monat statt, und zwar am zweiten Sonntag im Monat. Und da besprechen wir alles, was so Monero angeht, was im letzten Monat eigentlich passiert ist. Ähnlich zu dem Wochenrückblick, den ihr macht, aber halt mit Monero-Fokus. Die Domain dafür ist moneromumble.de. Und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen in Monero. Ich habe mir für diese Zwecke eine Präsentation von Justin Ehrenhofer rausgesucht, die ihr auch auf GitHub findet. Ich denke, wir teilen den Link dazu auch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch die selber nochmal anschauen oder runterladen. Und genau, wir gehen jetzt einfach nochmal ein bisschen durch, was Monero ist. Die Slides sind zwar auf Englisch, aber ich werde das immer aufs Deutsch übersetzen. Ganz kurz gesagt würde ich definieren, Monero means money. Ja, Monero bedeutet Geld. Monero, vielleicht auch noch ganz interessant, ist das Wort aus dem Esperanto und bedeutet Münze. Ja, also eigentlich, wenn man es ins Englische übersetzt, dann heißt der Coin heißt einfach nur Coin. Oder wenn man es ins Deutsche übersetzt, heißt Monero Münze. Und deswegen hieß Bitmonero auch Bitmonero, weil es eigentlich ein anderer Begriff für Bitcoin ist. Ja, und dann wurde eben das Bit fallen gelassen. Also Monero ist eine Open Source Community, die im Internet sich trifft und dort zusammen Code schreibt, also Software-Code, der letztendlich Monero ins Leben ruft. Neben dem Code gibt es natürlich auch noch viele andere Aktivitäten in der Community. Es gibt zum Beispiel das Monero Outreach-Team, die also versuchen, die Öffentlichkeitsarbeit für das Monero-Projekt zu machen. Ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe auch ein Projekt gestartet, das rufe ich kurz auf. Das ist tippxmr.live. Wir haben uns auch finanziert über das Monero Crowdfunding-System und wir wollen eine Softwarelösung für Streamer bringen, damit sie praktisch Monero-Nachrichten und Donations in ihren Livestreams akzeptieren können, so wie das aktuell mit Twitch-Bits auch möglich ist. Also für die Leute, die Streams schauen, ihr wisst, was das ist. Für die Leute, die keine Streams schauen, vergesst es einfach, ist nicht wichtig. Aber es gibt viele, viele Open-Source-Effort um Monero herum und Monero selber natürlich auch. Der Sinn dieser Sache ist jetzt also, wir wollen eine Kryptowährung à la Bitcoin. Also wir nehmen uns die besten Teile von Bitcoin und machen die Teile, die wir finden, bei Bitcoin zu kurz kommen, machen die besser. Also namentlich die Fungibilität reinbringen, was ich ja auch schon im letzten Teil relativ breit getreten habe. Das muss man eben in digitaler Form schaffen und das schaffst du nur, indem du eben diese Historie verschleierst. Und dafür gibt es eben etliche kryptografische Verfahren, um das zu erreichen, und die kommen zum Einsatz. Und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber nochmal Namen einfach nur sagen,
Ring-Signaturen, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, dann Ring-Confidential Transactions für die Beträge und die Stealth-Adressen, also die Tarn-Adressen für den Empfänger. Monero is and owns up to its shortcomings. Ja, Monero ist nicht perfekt. Ja, Monero ist nicht das Nonplusultra und das ist generell ein Wort der Weisheit. Wenn dir jemand das Nonplusultra verspricht, dann verkauft er dir irgendwas. Ja, also Monero ist das Beste, was wir haben, aber es hat seine Shortcomings, also seine Macken, und die sollte man kennen. Weil wenn man sie nicht kennt, dann werden sie einem vielleicht zum Verhängnis. Hier gibt es einen lustigen Cartoon zum Thema Monero. Das ist immer so, ja, der Dash-Token unterhält sich mit dem Bitcoin-Token und sagt, sag mal, hast du Monero gesehen? Und der Bitcoin-Token sagt nur, warte kurz, ich mach das, räuspert sich und sagt, traceable public ledger. Ja, und dann kommt praktisch Monero durch die Tür oder durch die Wand wie der Kool-Aid Man und sagt, privacy matters, fungible, secure, untraceable und decentralized. Also, das ist so ein bisschen wie mit den Vegetariern oder Veganern, ja, im Crypto-Space. Wenn jemand Monero-Enthusiast ist, dann weißt du es normalerweise innerhalb der ersten halben Stunde. So, okay, aber genug der Witze, kommen wir nochmal zu wichtigeren Inhalten. Und zwar, was steht hier? Real problems Monero addresses. Ja, also, was sind denn die Probleme, die Monero löst? Also, wir haben starke Privatsphäre auf Protokollebene. Das heißt, Empfänger, Sender und Transaktionsbetrag sind automatisch verschleiert. Man muss da nichts mehr machen. Das bedeutet, jeder Output ist gleich, weil alle Katzen grau sind sozusagen. Ja, wir können die nicht auseinanderhalten, weil wenn wir versuchen, die Geschichte zurückzugehen, dann verlieren wir uns in den Möglichkeiten, die eben in Frage kommen. Es gibt diesen Proof of Work, den, wie ich ja auch schon erwähnt habe, jeder minen kann, der einen Laptop hat. Ja, theoretisch kannst du auch vom Handy aus minen, aber sind wir mal ehrlich, da wird niemand reich davon. Monero hat auch interessante andere Trade-offs, also Abtäusche oder Abtausche, wenn es um das Design der Blockchain geht. In Bitcoin, das wissen vielleicht einige, ist die Größe der Blöcke limitiert. Das heißt, es steht sozusagen im Protokoll fest, Blöcke dürfen nicht größer als X sein. Und X ist ein Megabyte. Ja, und dann halt mit Segregated Witness effektiv 4 Megabyte. Aber es ist limitiert. Und in Monero ist es so, dass es keine Konstante ist, sondern das ist eine Variable, wie groß der Block ultimativ sein darf. Und effektiv ist es so gelöst, dass der Miner theoretisch den Block so groß machen kann, wie er will. Er muss aber eine Strafe zahlen, wenn er ihn über dem Median der letzten 100 Blöcke machen will. Und das ist praktisch so ein gleitender Durchschnitt. Das heißt, wenn das Monero-Netzwerk mehr Transaktionsvolumen erfährt, dann erlaubt diese Variable praktisch, dass die Block-Size, die maximale Größe eines Blockes, anwachsen darf. Und dass eben das Netzwerk auch so auf der Blockchain skalieren kann. Und nicht so wie bei Bitcoin, da ist On-Chain-Skalierung, es steht völlig außer Frage. Da musst du aufs Lightning-Netzwerk gehen oder halt auf eine andere Second-Layer-Lösung. So. Und Coin-Equality beziehungsweise Fungibility oder Fungibilität oder Homogenität, ja, ich denke, da gibt es viele Begriffe, die das Gleiche meinen, ist eben ein wirklich interessantes Thema, weil das merkt man jetzt so langsam, ist ein enormes Problem für alle anderen Projekte sind, die das nicht haben. Ja, weil halt da immer irgendeine Regierung dazwischen pfuschen will. Und man kann ja das beliebte Beispiel von Nordkorea machen, aber man muss vielleicht auch gar nicht so weit gucken. Bestimmte Outputs werden gefleckt. Und jetzt kann man sagen, ja, ist mir ja egal. Ich bin ja lupenrein. Ja, ich habe damit ja nichts zu tun. Das Problem ist, die Coin Equality, ja, die unterschiedlichen Münzen, wo ein Bitcoin und ein Bitcoin draufsteht, diese UTXOs, die sind nicht mehr gleich. Ja, das heißt, man kann keine Preise haben, weil es gibt die schmutzigen und es gibt die cleanen. Dann ist immer so die Frage, was hast denn du für einen? Ja, und wenn du dein altes Auto verkaufst, dann musst du vielleicht auch zweimal gucken, was habe ich denn jetzt für einen Output bekommen? Das ist eben das Stichwort Coin Equality, also dass die gleich sind.
Und hier haben wir, wie ich finde, eine sehr interessante Tabelle, wo das mal in ein paar Aspekten gegenübergestellt wird. Wir haben jetzt hier also die vier Coins, die populär sind, wenn es um Privatsphäre geht oder eben populär generell. Also Monero, Zcash, Grin und Bitcoin. Und hier haben wir zwei Erfahrungslevel sozusagen. Einmal den Einsteiger, den Neuling und einmal den Experten. Wie gut musst du dich auskennen, um das praktisch richtig zu benutzen? Und Monero, also das sage ich jetzt immer davor, wenn ich solche Tabellen sehe von anderen Projekten, dann gucke ich gar nicht hin, weil das ist immer so gemacht, unser Projekt steht am besten da. Und natürlich steht jetzt hier auch Monero am besten da. Und Justin Ehrenhofer arbeitet am Monero-Projekt mit. Ja, deswegen nehmt das mit einer Prise Salz, aber hört euch trotzdem mal die Argumente an. Monero ist hier sehr grün, ja, und das liegt daran, dass eben alle Mechanismen auf Protokollebene implementiert sind. Und ich sage das die ganze Zeit, Protokollebene, was heißt denn das? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben das Protokoll und dann haben wir die Wallet, also das, was ihr letztendlich auf dem Handy habt. Und die können unterschiedliche Sachen sagen, ja. Die Wallet kann zum Beispiel viel strenger sein als das Protokoll. Ja, Protokoll sagt, oh, geht auch so, und die Wallet sagt, nein, muss genau so sein. Aber andersrum geht's nicht, ja. Wenn die Wallet Sachen machen will, wo das Protokoll sagt, nee, geht nicht, dann sagt das Protokoll, nee, geht nicht. Ja, dann wird eure Transaktion als ungültig abgewiesen oder was auch immer. Also hier wird super viel automatisiert. Das heißt, egal welche Wallet du benutzt, du hast diese Feature mit drin, ja, weil das eben auf Protokollebene ist und nicht auf Wallet-Ebene. Und bei all den anderen Coins hier hast du diesen Wallet-Faktor drin. Dann ist es immer eine Frage, ja, was für eine Software hast du denn jetzt eigentlich? Benutzt du Electrum, Vanilla oder Samurai, Wasabi-Wallet oder eine Exchange-Wallet? Das ist halt immer die Frage. Genau, auch bei Monero wichtig festzuhalten, ob du jetzt dich super gut auskennst oder gerade deine erste Wallet eröffnet hast, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Vor allem, wir erinnern uns, Sender sind verschlüsselt durch Ringsignaturen. Ringsignaturen aktuell das schwächste Glied in der Kette, wird aber verbessert. Also dann könnte das hier auch grün werden. So, bei Zcash sehen wir hier eigentlich, ja, das ist ein ganz starker Kontrast. Wenn man sich gar nicht auskennt, hast du keine Chance bei Zcash. Wenn du ein Experte bist, dann hast du zumindest kannst du den Betrag, den Empfänger und den Sender verschleiern. Aber du hast immer noch die Möglichkeit, auffällig zu sein. Ja, da kannst du nichts dagegen machen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass in Zcash die Privatsphäre-Funktionalität optional ist. Das heißt, man hat in der Wallet ein kleines Häkchen, wo man sagen kann, ja, bitte, ich möchte die Shielded-Adressen benutzen und nicht die transparenten Adressen. Weil die transparenten Adressen sind genauso wie bei Bitcoin, ja. Deswegen, der Anfänger von Zcash und der Anfänger von Bitcoin sind genau gleich dran, ja. Wenn sie die Feature nicht benutzen, dann haben sie da noch gar nichts gewonnen. Und wir müssen uns natürlich auch zurück in den Kopf rufen, der Großteil der Nutzer sind Anfänger, ja. Dass man mal einen Experten hat, klar, die harten Cypherpunks, aber normalerweise kennst du dich nicht gut aus. Und wenn was nicht automatisch eingestellt ist, dann gehen die wenigsten Nutzer überhaupt in die Einstellungen und konfigurieren, oh, ich möchte DuckDuckGo benutzen und nicht Google.com, beim Browser jetzt zum Beispiel. Das macht einfach keiner. So, bei Grin, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, deswegen kann ich da jetzt nicht so zu viel verlieren, genau, aber wir gucken uns das einfach mal an. Ja, es ist jetzt nicht katastrophal, aber es ist eben auch nicht ideal, weil Grin nicht designt wurde, um Privatsphäre zu erhöhen, sondern Grin wurde designt, um die Skalierbarkeit zu verbessern. Und Bitcoin ist eigentlich so das Schlechteste von den allen, weil eben ja auf Protokollebene, und das ist ja das, was hier verglichen wird, ist Bitcoin einfach eine pure Katastrophe. Und man kann sich das mal im Bitcoin-Wiki durchlesen. Ich mache das einfach mal kurz auf. Ich meine, ich habe ja den Screen geteilt. Also ich gehe jetzt hier auf den Artikel zu Privacy. Und
Also der Artikel ist gut. Ja, der Artikel beschreibt unterschiedliche Angriffsvektoren auf Bitcoin, auf Bitcoins Privatsphäre und was man eben tun muss bei Bitcoin, um das zu vermeiden. Und wir sehen ja hier, der Artikel ist super lang. Um perfekte Privatsphäre in Bitcoin zu haben, empfiehlt das Bitcoin-Wiki Folgendes. Wir nehmen jetzt an, das Ziel ist, an eine Organisation zu spenden, wo man nicht will, dass auf einen zurückschließt. Die empfehlen, man soll doch eine Bitcoin-Core-Wallet über Tor laufen lassen, ein paar extra 100 Gigabyte über Tor runterladen, damit, wenn jemand die Bandbreite analysiert, es nicht so aussieht, als ob man tatsächlich eine Bitcoin-Node aufsetzt, weil die anderen Teilnehmer können eben herausfinden, wie viel Verkehr da über die Leitung geht. Dann, das hier finde ich den besten Punkt, man soll doch einen Block solo minen und die neuen Coins an seine eigene Wallet schicken. Und das sollten wir uns mal wirklich versinnbildlichen, was das heißt. Die sagen hier, man soll einen Block solo minen. Und Bitcoin hat so eine riesige Hashrate, dass niemand jemals einen Block solo minen wird. Ja, vielleicht Jeff Bezos kann einen Block solo minen. Aber dann fällt auch auf, dass Jeff Bezos sich diese ganze Hardware kauft. Es ist einfach, entweder ich habe mal Riesenglück und finde solo einen Block und habe dann auf einmal das Geld, was ich, diese jungfräulichen Coins, die ich dann ausgeben kann, wo keiner weiß, dass sie mir gehören. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so niedrig, dass für jeden sterblichen Nutzer das überhaupt nicht in Frage kommt. Ja, und dann sagen sie so, ja, dann schick die ganze Balance natürlich an die Organisation, weil wenn du dir Wechselgeld schickst, kann es ja sein, dass du dich später... Ja, schickst es 5-mal hin und her und dann zahlst es bei Coinbase aus, wo du den KYC-Prozess gemacht hast und dann bist du auch wieder aufgeschmissen. Und dann der letzte Schritt ist, die Hardware zu zerstören, die man dafür benutzt hat für den ganzen Prozess. Also, das ist einfach, das wird niemand machen. Ja, und deswegen einfach nur, um das nochmal nach Hause zu bringen, Bitcoin ist nicht designed, privat zu sein und es zu benutzen privat ist sehr schwierig. Gut, wollt ihr darüber noch reden hier, über den Teil? Nee. Keine Fragen, nee. Ist klar. Okay, dann kommen wir jetzt zu einer Versinnbildlichung oder einer Visualisierung, wie denn so eine Ringsignatur aussieht. Ja, und hier haben wir jetzt also so einen Ring, ja, buchstäblich, mit mehreren Teilen. Und jeder Teil hier von diesem Ring ist eben einer dieser möglichen wahren Sender. Und bequemerweise wurde jetzt hier der tatsächliche Sender orange markiert. Also wir, die jetzt hier praktisch an der, vielleicht der tatsächliche Sender sind, ja, wir sehen das und wir wissen, ah, das ist ja unser Output, die 5 Monero, die kommen von mir oder die 10 Monero hier. Aber jemand anderes, der eben da drauf schaut, der sieht nur so einen Ring, ja. Für den sind alle gleich wahrscheinlich. Und er kann jetzt entweder raten oder er kann versuchen, bestimmte Decoys zu eliminieren, indem er eben zum Beispiel diese besagte Blackball-Attacke versucht, indem er viele Transaktionen im Netzwerk hat oder und spammt. Aber ja, letztendlich, je größer dieser Ring ist, desto stärker ist natürlich die Privatsphäre des Senders geschützt. Ja, und wir gucken uns das jetzt ja an. Ich glaube, das sind 11 Teile. Stellt euch vor, das wären 128 Teile. Dann sieht die Geschichte schon mal viel komplexer aus. Und jeder dieser Teile ist ein Strang, den man zurückverfolgen kann und müsste, weil er ja theoretisch der wahre Sender sein könnte. Ja, und da kommt man halt wirklich, wie ich gesagt habe, vom Hundertsten ins Tausende und vom Tausendste ins Quadrillionstel, weil das ist einfach, das steigt exponentiell weiter. Ja, weil du gehst einen Schritt zurück und dann hast du genau das gleiche Dilemma wieder. Hast wieder 11 Routen praktisch, die du einschlagen kannst. Wir halten also fest, Monero hat heutzutage schon Stand der jetzigen Technologie tatsächlich Privatsphäre. Und man kann das tatsächlich auch benutzen. Und das ist eben, was bei vielen anderen Projekten versprochen wird. So, ja, es kommt noch. Mein liebstes Beispiel dazu ist die Dash Evolution Wallet, die schon ganz am Anfang verkündet hat, ja, hier, wenn wir raus sind, dann machen wir Privatsphäre-Feature, machen wir alles kurz rein, gar kein Problem. Aber es hat sich halt rausgestellt über die Jahre, das ist nicht so ein Ding, was man einfach mal macht. Ja, das ist ein unglaublich komplexes
und schwieriges Thema, was man von Grund auf angehen muss und was der Fokuspunkt des gesamten Projekts sein muss. Ja, bei Bitcoin ist der Fokuspunkt Skalierung, würde ich sagen. Und bei Monero ist der Fokuspunkt Privatsphäre und dann Skalierung. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen ich verliere die Privatsphäre und ich bekomme dafür Skalierung dazu, dann entscheide ich mich nicht dafür. Und das ist ja genau das, was man hier mit den Ringsignaturen macht. Man könnte viel besser skalieren, wenn hier nur einer wäre. Ja, das verbraucht viel weniger Datenspeicher auf der Festplatte. Aber dann ist halt auch klar, von wem die Transaktion kommt. Und deswegen sagt man, wir beißen hier in den sauren Apfel und haben halt ein bisschen mehr Datenmüll sozusagen auf der Blockchain drauf, aber dafür haben wir die Fungibilität. Und das ist eben ja nichts, was ich einfach so, ja, okay, und das ist auch noch fungibel, sondern das ist der Unique Selling Point. Ja, das ist die Einzigartigkeit von Monero. Deswegen, ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Ich lobe hier Monero natürlich jetzt in den Himmel, aber das hatten wir auch am Anfang von diesen Slides hier schon gesehen. Monero hat Fehler. Es kann zu Bugs kommen, es kann zu kritischen Bugs kommen, es kann dazu kommen, dass Monero komplett stirbt. Ja, und ich skizziere das mal ganz kurz. Stellt euch vor, es kommt raus, wir wissen, es gab eine Möglichkeit, Monero zu drucken außerhalb der vorgesehenen Emissionskurve. Und wir wissen nicht, ob das ausgenutzt wurde oder nicht. Das heißt, rein theoretisch könnte irgendjemand halt, der den Bug gefunden hat, könnte die Monero-Geldmenge verhunderttausendfacht haben, hat sich das alles auf seine eigene Wallet geschoben und wartet nur noch auf den Tag, um da praktisch hier, was weiß ich, die Märkte zu crashen oder was auch immer zu machen. Ja, und das wäre natürlich, da endet das Projekt und das ist möglich. Deswegen sollte man das mit Vorsicht genießen. Ja, ich finde, das ist hochinteressant, was hier passiert, aber es ist eben, die Chance zum Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. So. Privacy is hard, coin equality is harder. Hier gibt es auch nochmal die Abstufung. Privatsphäre bedeutet, dass du vielleicht sagen kannst, du kannst nicht sicher sagen, dass ich es war. Ja, du kannst es nicht 100% beweisen. Oder ich habe vielleicht eine bestimmte Pseudonymität oder so. Aber Coin Equality heißt, dass alle Outputs, alle UTXOs nicht voneinander zu unterscheiden sind. Und das ist eine Stufe stärker. Ja, das ist schwerer zu erreichen. Das ist ein ganz interessanter Chart, was man sieht. Auf der X-Achse ist die Zeit abgezeichnet von, na, was wird das sein, 2014, also Start vom Monero-Projekt, bis hin zu 2019. Und ich erkläre kurz, was passiert ist. Monero, als es gestartet ist, hatte noch keine Ring Confidential Transactions. Das heißt, die Beträge waren offen und man hatte auch keine Möglichkeit, die zu verschleiern. Außerdem konnte ich mir beliebig viele Leute in meinen Ring reinziehen. Das heißt, ich konnte auch einen Ring mit Null machen. Das heißt, wo ganz klar war, wer der wahre Sender ist. Oder ich konnte einen Ring mit 1000 machen, ja, wo dann zumindest die Transaktion sehr sonderbar auf der Blockchain aussieht und sehr einzigartig. Und deswegen hier, was man ableiten kann von den Ringen, ist hier praktisch dargestellt. Und eins heißt natürlich, ich kann eindeutig sagen, wer was geschickt hat. Ja, also das ist Katastrophe. Das hier wäre Bitcoin-Niveau. Und dann, was hier passiert ist, hier wurden die Privatsphäre-Feature, die wir jetzt auch standardmäßig haben in Monero, wurden aktiviert. Das heißt, es wurde eine minimale Ringgröße von 3 festgelegt und jede Transaktion hatte die Beträge verschleiert. Ja, das war hier also der Punkt. Und wir sehen dadurch die Möglichkeit, das nachzuverfolgen, ist sehr stark gefallen. Gegen Null. Also ich glaube, der Justin Ehrenhofer hat hier noch Folien von Zcash reingemacht. Und ich erwähne das einfach auch. Zcash hat auch Upgrades. Ja, also das ist auch ein Projekt, die aktiv die Technologie verbessern und da auch tatsächlich was leisten,
im Kontrast jetzt zu Dogecoin oder sonstigen Copycat-Projekten. Also die machen auch tatsächlich was. Und die haben eben ein Update gemacht zu Sapling, was es leichter zu benutzen macht. Ja, ich gehe da jetzt nicht in die technischen Details. Und die Transaktionen sind auch eben hochgegangen von Leuten, die das benutzen. Und hier sehen wir das nochmal bei Monero, also die akkumulierten Transaktionen über die Zeit hinweg, die Ringsignaturen benutzen und die Beträge verschleiern. Without deducible rings heißt es, also wo man nicht aus dem Ring direkt erkennt, wer der Sender ist, und mit einem versteckten Betrag. Und die sind eben gestiegen und die steigen aktuell auch weiter, weil einfach jede Transaktion da reinzählt. Ja, ist ja ganz klar, dass es dann steigt. Genau, also hier nochmal, what's next? Triptych mit eben größerer Ringen mit 128 bis 256 Ring-Teilnehmern. Und ja, das ist dann auf jeden Fall eine sehr gute Verbesserung. Habt ihr dazu Fragen? Nee, soweit klar. Bloß eine Richtigstellung, weil du gesagt hast, im Podcast Ring mit 11, der Ring ist mit 12. Das heißt, ich und 11 weitere. Also, ich bin jetzt hier, ich greife das jetzt einfach mal vorweg, ich bin jetzt hier auf dem wunderschönen Blockchain Explorer von Monero, xmrchain.net, und wir sehen jetzt hier also den Mempool, den Transaktionspool, und hier sehen wir die Blöcke. Ja, also hier sehen wir die Höhe des Blockes, wie viele Minuten das her ist. Der ist jetzt vor 4 Minuten 36 geschürft worden, wie groß der ist, insgesamt 163 Kilobyte und die ganzen Transaktionen. Und ich gehe jetzt hier rein, greife mir einfach eine raus. Und sehe ich, hier sind die Ringe mit den Ring-Membern. Und es geht von 0 bis 10, weil natürlich starten die Indexe bei 0. Also wir zählen 1, 2, 3 und so weiter, und dann kommen wir bei 11 raus. Aber er hatte in den Beispielen vorhin immer 12 Teilnehmer gehabt. Ach so, ja, das kann sein, aber also das sollte man jetzt nicht so ernst nehmen, wie er das da repräsentiert hat. Also doch, 11 ist richtig, und das mit den 12 war wahrscheinlich irgendwie, ja, damit symmetrisch ordentlich aussieht. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen hier auf den Zero-Knowledge-Proof ein. Zero-Knowledge-Proof, auch ganz interessant, ist hier immer so ein Schlagwort, was man immer wieder hört. Ich habe es mir immer gut gemerkt mit dem Beispiel, ich beweise, dass ich volljährig bin, ohne dir zu sagen, wie alt ich bin. Das wäre zum Beispiel ein Zero-Knowledge-Proof, wenn ich das jetzt mathematisch und kryptografisch korrekt mache, dass du tatsächlich das praktisch in dein Computerprogramm reinwirfst, du sagst, verifizier mir das, und der sagt dir, ja, check's out. Ja? Und das macht man eben bei Monero auch, nur dass man da nicht beweist, dass man volljährig ist, sondern dass eben die Transaktionssumme 0 oder größer 0 ist und dass man keine neuen Monero mit der Transaktion schafft. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier alles versteckt haben und man da eine komplette Blackbox hat. Da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Da gucken wir uns nochmal die Blockchain ein bisschen genauer an. Man sieht da schon Sachen, aber wie gesagt, der Aufwand, den man betreiben müsste, um irgendwie da schlau zu werden, ist so astronomisch hoch, dass er eben nicht möglich ist. Auch bei Bitcoin, bei Monero, bei Zcash, bei all diesen ganzen Computersachen, auch bei Webseiten und so weiter, du hast immer Angriffsvektoren. Immer, wenn jemand dir wirklich vor die Tür kacken will, kann er es wahrscheinlich irgendwie machen. Ja? Und bei Webseiten ganz bekannt sind natürlich die DDoS-Attacken. Ja? Das heißt, ich mache da einfach mal 100.000 Mal, frage ich den Server an, ey, gib mir doch mal die Seite. Und nur weil das halt so viel ist, kommt der Server da gar nicht hinterher und sagt dann, oh Leute, ist mir zu viel, ich gehe schlafen, so nach dem Motto. Und bei Bitcoin ganz bekannt die 51%-Attacke. Ja? Das ist ein bekannter Angriffsvektor. Und ähnlich bei Monero und Zcash, ja, gibt es zum Beispiel Timing-Attacken, dass ich versuche zu gucken, in welcher Zeitzone ist denn die Person, die ich versuche, was rauszufinden, und dann fallen ja schon mal bestimmte Transaktionen weg und so weiter, und wann hat sich die und die IP-Adresse verbunden, da kann man dann schon versuchen, was rauszufinden. Oder diese Blackball-Attacke, die ich vorher gesagt habe, wo man einfach ganz viele Transaktionen schickt. Das ist auch möglich. Oder auch bei Monero möglich ist natürlich die 51%-Attacke. Ja, das sind ja alle Proof-of-Work-basierten Coins, die darunter leiden. Hier finde ich noch ganz interessant die Grafik. Das ist jetzt hier wieder so ein Graphen mit der X-Achse, das theoretisch mögliche Maximum an Privatsphäre ist die X-Achse. Das heißt, je weiter ich auf X bin, desto mehr Privatsphäre könnte man bei mir theoretisch rausholen.
Und auf der Y-Achse haben wir natürlich die andere Dimension, und zwar, wie benutzerfreundlich ist das Ganze denn eigentlich? Ja? Wie viel Arbeit muss ich machen, um so privat zu sein und so weiter? Ja, hier Bitcoin und Dash sind eben, ja, nicht so gut, was sie an theoretischer Privatsphäre leisten können. Usability, ich weiß jetzt nicht genau, natürlich, ja, immer wer die Grafik gemacht hat, glaub nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich nehme an, was er jetzt hier zugrunde nimmt, ist, dass bei Bitcoin, eben weil es der populärere Coin ist, mehr Möglichkeiten für Privatsphäre existieren. Also bei Bitcoin kann man zum Beispiel Samurai-Wallet benutzen oder man kann Wasabi-Wallet benutzen oder man kann Join-Market benutzen oder. Ja, da gibt es dann eine ganze Liste von Implementierungen, wohingegen bei Dash, dadurch, dass die halt schon dieses Masternode-Private-Send-System haben, sind die vielleicht auch ein bisschen fauler und sagen so, ja, warum Privatsphäre, haben wir ja eh schon drin, so nach dem Motto. Ja, deswegen, so könnte er das hier vielleicht meinen. Das hast du jetzt gewechselt, Alex. Privatsphäre ist je weiter rechts, je mehr Privatsphäre. Und das, was du jetzt erklärst, ist richtig Benutzbarkeit, also Zugriff auf so. Netzwerk und Bedienerfreundlichkeit. Ja, okay. Und dann wahrscheinlich hier auch, weil Bitcoin halt mehr Wallets hat und besser dokumentiert ist und so weiter. Wobei ich aber bei Dash würde ich weiter rechts anordnen. Bei Dash habe ich die Möglichkeit, Privatsphäre zumindest im kleineren Umfang haben zu können, die ich bei Bitcoin standardmäßig, protokollmäßig nicht habe. Aber wir sehen da auch Mimpelwimpel. Aber was wir auch sehen, ist, dass Zcash angeblich mehr Privatsphäre haben soll als Monero. Ja, und zwar theoretisch mögliche Privatsphäre. Und das liegt eben am Design von Zcash. Zcash hat viel mehr diese Zero-Knowledge-Proofs praktisch in sich drin, als Monero das hat. Monero hat das wirklich nur für die Beträge und fertig aus. Und Zcash, ich kann es jetzt nicht 100% technisch genau replizieren, aber Zcash hat diese Zero-Knowledge-Proofs mehr oder weniger für so ein paar Stellschrauben vom Zcash-Protokoll selber. Das heißt, ein Teil von Zcash ist einfach so eine schwarze Kiste und wir können da nicht reingucken. Und das ist eben dieser Bereich von den Shielded Transactions. Und da beweisen wir praktisch mit dem Zero Knowledge Proof, dass alles, was da in sich vorgeht, richtig ist, aber wir wissen nicht genau, was da in sich vorgeht. Und das ist eben relativ abgedreht und hat auch einen Inflationsbug schon gehabt, wo das Zcash-Team nicht sicher sagen konnte, dass der nicht ausgenutzt wurde. Ja? Also ich hatte das ja vorhin schon bei Monero erwähnt, spätestens das ist für mich der Tod eines Coins. Natürlich kann es sein, dass es nicht ausgenutzt wurde, rechtzeitig gefixt wurde oder verantwortlich bekannt gegeben wurde und so weiter, aber man weiß es halt nicht. Ja, hier noch so Vergleiche und Gegenüberstellungen. Ich bleibe da jetzt nicht so lange drauf. Wir werden die Sachen ja verlinken, dann könnt ihr euch das selber anschauen in eurer eigenen Zeit. Hier ist vielleicht nochmal ganz schön aufgemalt die Arten der Verschlüsselung für die verschiedenen Datenpunkte. Ja, also wir hatten ja gesagt, der Sender, wir erinnern uns, die Ringsignaturen, Beträge, die Ring-Confidential Transactions, hier unten steht es ja auch. Dann das Broadcasting durch Dandelion und der Empfänger ist geschützt durch die Stealth-Adressen. Das zusammen schafft die Privatsphäre in Monero und das bei jeder Transaktion im Netzwerk. Ja, das ist das Wichtige, dass man dieses Standardmäßige hat. Ja, genau. Hier versucht er so zu symbolisieren, wie eben so eine Graphenanalyse, weil das ist ja das, was man bei der Blockchain-Analyse macht. Thor, vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, ob ihr das auch so visualisiert, aber das ist ja normalerweise der Ansatz, oder? Ja, aber so nicht, weil das ist ja jetzt Monero-spezifisch, aber prinzipiell tut man damit Graphen arbeiten und auch gucken, welche Adressen man clustern kann, dass du quasi über einen parallelen Zweig, wo der mal KYC bei einer Adresse gemacht hat oder wo die Adresse mit irgendwas aus der analogen Welt verknüpft werden kann, dass du da guckst, hast du da irgendwas, um den identifizieren zu können. Meistens die Transaktionen selber, wo du irgendwie was wissen willst, sind manchmal gut getarnt. Aber in parallelen zwei kannst du da ganz gut Informationen rausholen. Und das ist ja auch das Problem bei
bei den Nutzern von Wasabi-Wallets. Die denken, die haben da ziemlich viel Privatsphäre, tun aber Wasabi-gemixte Münzen mit ungemixten Münzen mischen und tun dadurch ihre Transaktionsverschleierungsaktivitäten wieder aufdecken. Ja, genau. Also den ganzen Aufwand, den sie dann gehabt haben, war komplett umsonst. Deswegen, bei Bitcoin muss man sich auskennen, um Privatsphäre zu schaffen. Und selbst dann hat man es halt nicht so gut. Ja, weil ich erinnere nochmal zurück an diesen Bitcoin-Wiki, die 6 Punkte hier zu der anonymen Transaktion. Da mit dem Solo-Mine einen Bitcoin-Block. Bei Monero ist es einfach, schick die Transaktion ab, fertig. Ja, kostet dich einen Cent und ist innerhalb von 20 Minuten da, gar kein Problem. Und das ist halt nutzerfreundlicher. Und ich habe jetzt hier gerade nochmal so eine Grafik offen, die auch so eine Blockchain-Analyse visualisiert und auch so Clustering von hier Silk Road Arrest. Ja, FBI's seized coins sent to a single known public key. Oktober 2013. Das heißt, die beobachten hier einen Public Key, der von einem Bitcoin Talk Forum-Nutzer kommt, ja, Ross Ulbricht, und können hier, das ist natürlich relativ kompliziert, aber die Software macht einem das relativ einfach dann, vor allem wenn du ein Multimilliarden-Konzern bist, der da, was weiß ich, wie viele Stauköpfe dran arbeiten hat, und dann hat das dann letztendlich auch, ne, das ist ein Puzzle in dem Stück, wenn man eben zum Beispiel versucht, so jemandem wie dem Dread Pirate Roberts das Handwerk zu legen. Und bei Bitcoin ist das möglich, bei Monero ist das nicht möglich. Genau, hier ist noch so eine Visualisierung von der Netzwerktopographie, nennt sich das. Also wir sehen hier praktisch jeder Knoten hier, oder jeder Punkt ist hier ein Knoten, und wir sehen hier ClearNet, das Gossip-Protokoll, was ich vorhin auch erwähnt habe. Ich teile direkt jedem mit, ich kann es gar nicht abwarten, jedem, der mir ein Ohr schenkt, quatsche ich voll. Hier ist meine Transaktion, hast du schon gehört? Dandelion ist eben hier mit dieser Stammphase, dass ich erst dann einen schicke, der schickt wieder einen, und dann kommt erst die Gossip-Phase. Genau, das hier ist Tor, also wer das The Onion Router kennt. Monero Nodes kann man auch über Tor laufen lassen oder eben über andere I2P-Protokolle, wie zum Beispiel Kofri, aber Kofri ist tot, das gibt es nicht mehr. Das war mal ein Ansatz für I2P für Monero, aber wurde eingestampft. Das ist auch eine ganz interessante Darstellung. Wir gucken uns die gleiche Transaktion mit unterschiedlichen Brillen an. Ja, zuerst gucken wir uns mal die Transaktion mit der Brille von ja, so jemandem wie mir an, der jetzt hier einfach so auf xmrchain.net surft, ja, also in einem öffentlichen Block Explorer. Ich sehe mögliche Spender, ja, also mögliche Leute, die was gesendet haben, wo ich nicht weiß, wer es ist. Ich sehe einen Betrag, wo ich weiß, toll, der ist größer 0, aber wie groß weiß ich jetzt auch nicht. Und ich sehe Stealth-Adressen, also einmal Empfangsadressen, die keine Wallet-Adressen sind, auf der Blockchain, wo ich nicht weiß, wo geht denn das jetzt hin, wo ich auch kein Clustering machen kann. Ich sehe diesen Commitment Public Key. Das bedeutet, jetzt ist natürlich auch eine interessante Frage, wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, wenn der Betrag verschleiert ist und so weiter, woher wollen wir denn wissen, dass der das zum ersten Mal ausgibt? Ja, könnte ja sein, da hat sich hier so eine abgefahrene Wallet selber gebastelt und der gibt hier den gleichen Betrag 15 Mal aus. Woher wollen wir wissen, dass wir den zum ersten Mal sehen? Und dafür gibt es eben die sogenannten Key-Images, die einmalig sind, die auch öffentlich sind. Ich zeige mal kurz eins. Ich gehe mal hier einfach auf so eine Transaktion. Hier. Jeder. Also hier haben wir jetzt, das ist eine Transaktion mit 11 Inputs. Also wir haben 11 mal 11 mögliche Sender. Aber wir wissen wahrscheinlich, dass es hier vom Gleichen kommt, der 11 Outputs praktisch kombiniert hat, 11 Münzen kombiniert hat. Also wir verinnerlichen uns, das hier sind die Sender. Und dann sehen wir hier den Betrag, den Amount, ja, mit einem Fragezeichen. Und wir sehen den Empfänger. Die zwei Empfänger. Jede Transaktion in Monero hat mindestens 2 mögliche Empfänger. Wenn eine Transaktion nur einen Empfänger hätte, dann wüssten wir direkt, da hat jemand alles geschickt. Da gibt es kein Wechselgeld. Und deswegen
Es kann auch sein, dass hier einer von den Beträgen 0 ist, aber es gibt immer zwei. Genau, dieses Key-Image beweist, dass der Output zum ersten Mal ausgegeben wird und die sind, wie gesagt, auch öffentlich. Jetzt wechsle ich doch zum letzten Mal zurück. Also wir sehen hier diesen kryptischen String, aber wir wissen, das hier kommt in der ganzen Blockchain nur einmal vor. Und wenn es nochmal vorkommt, wissen wir, war schon ausgegeben. Und jetzt, wenn wir ein Insider sind, dann wissen wir, wir sind der wahre Sender. Oder es kommt jetzt drauf an, ne? Wer ist der Insider? Das ist jetzt hier wahrscheinlich der Empfänger. Der weiß, welcher der wahre Empfänger ist. Und ich verstehe es nicht ganz, weil er weiß eigentlich nicht, wer der wahre Sender ist. Nicht mal ein bisschen. Ich mache das jetzt mal kurz mit dem Block Explorer hier von Blockstream. Ich hatte den ja in meinem Talk vorhin auch schon erwähnt. Wir sehen jetzt hier praktisch die Bitcoin-Blockchain. Ja, und für die Leute, die für das komplett neu ist, ja, das ist abgefahren, aber das ist eben das Tolle an Open Source. Wir können uns das alles anschauen. Und ich habe jetzt hier einfach mal auf irgendeine Transaktion drauf geklickt und der Explorer gibt uns ein paar Informationen. Ja, also im Endeffekt ist es genau das Gleiche wie das hier, nur halt für Bitcoin und viel hübscher. Ja, also xmrchain.net ist wirklich das Hässlichste, was es gibt, aber dafür halt kein JavaScript. Wir sehen hier zum Beispiel, der bezahlt eine viel zu hohe Fee. Ja, warum bezahlt er über 1200%? Der könnte viel mehr sparen, wenn er vielleicht eine bessere Wallet benutzen würde. Ja, und hier blockstream.info gibt uns auch eine Privacy Analysis. Ich zoome hier mal ein bisschen rein. Hier steht, this transaction doesn't violate any of the privacy gotchas we cover. Read on the potential ways it might leak privacy. Also ist eigentlich eine gute Transaktion, jetzt bis auf die Fee, die sie zu viel bezahlt praktisch. Und wir sehen, was für ein Adressformat das ist. Ja, hier Batch 32. Und hier sehen wir eben, wo das Geld herkommt. Das ist der wahre Sender. Wir sehen den Betrag, wie die Münze war, die er praktisch jetzt ausgibt. Und wir sehen hier, da schickt er ein bisschen was an einen, noch ein bisschen was an anderen und einen Großteil an eine dritte Adresse. Und wir sehen auch, die Adressen unterscheiden sich. Hier sind zwei, die mit einer 3 anfangen und die dritte fängt mit BC an. Also das sind unterschiedliche Formate. Okay, also sehr interessant. Hier kann man schon einiges lernen über, was hier vielleicht für Wallets benutzt werden. Ja, wenn man sich jetzt noch ein bisschen auskennt, welche Wallets welche Formate benutzen und so weiter. Und dann kann man so das Netz nach und nach enger ziehen. Und jetzt komme ich nochmal zu Monero. Ja, da muss man hier mal die Seite refreshen. Jetzt ist der letzte Block fast 2 Minuten her. Ich gehe mal jetzt auf eine besondere Transaktion. Und zwar auf die hier. Das ist die erste Transaktion im Block gewesen. Und das ist die sogenannte Coinbase-Transaktion. Also hier werden jetzt neue Monero geschaffen. Und wir sehen, hier werden 0,9077 bla 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 XMR geschürft gerade. Die kamen jetzt neu in das System rein. Die werden an diese Stealth-Adresse hier ausgezahlt. Also wir sehen wieder nicht die wahre Wallet-Adresse, aber das ist eben die Adresse vom Miner oder Mining-Pool. Genau, das ist eine besondere Transaktion, weil wir eben den Betrag sehen. Und wir müssen den sehen, damit wir validieren können, wie viel Monero es denn eigentlich gibt. Ja, weil wir können genau sagen, auf den Piconero genau, ja, das, so wie der Satoshi die kleinste Einheit bei Bitcoin ist, ist der Piconero die kleinste Einheit bei Monero, können wir sagen, wie viel Monero im Umlauf sind, indem wir einfach alle Coinbase-Transaktionen aufaddieren. Was ist, kurz erklärt, was ist eine Coinbase-Transaktion oder das Besondere an einer Coinbase-Transaktion? Genau, also ganz am Anfang, wir erinnern uns zurück, als ich über UTXOs gesprochen habe, wo das so ein bisschen technisch war, da habe ich gesagt, eine UTXO bedeutet immer, du hast es vorher von irgendjemand bekommen und selber noch nicht ausgegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wo kommen denn die neuen Monero her? Wo kommen denn die neuen Bitcoin her? Es ist eine Regel im Konsens, also im Protokoll wieder, auf Protokollebene, dass, hey, wenn du es schaffst, einen Hash zu produzieren, das ist der hier, der unter einem bestimmten Wert liegt, ja, also man könnte den jetzt umrechnen und da wird eine Zahl rauskommen. Also ich sag mal, wenn der kleiner als 2 Milliarden ist, dann ist das ein gültiger Block. Und dann darfst du dir an deine eigene Adresse eine Transaktion schicken, die aus dem Nichts kommt, die keinen Input hat und die darf nicht größer sein als Betrag X.
Und dieser Betrag X bei Bitcoin ist eben ganz bekannt, das Halving und der Block Reward von aktuell 6,25 Bitcoin. Und bei Monero ist es eben so eine ganz unspektakuläre gleitende Zahl, ja. Also jetzt hier in dem Block, das ist der Block 5014, merke ich mir mal. Jetzt scrolle ich hier ein bisschen runter und da war es 0,97. Und jetzt hier gehe ich ein paar Blöcke zurück in der Zeit und da sehen wir, der hat eine größere Coinbase bekommen, ja. Weil in der Zwischenzeit ist der Reward gefallen, ja, und der fällt immer weiter, bis er eben jetzt irgendwann im Mai 2022 wahrscheinlich bei 0,6 XMR sein wird und dann bleibt er da stehen für immer. Und dann wird hier immer 0,6 XMR stehen. Ansonsten, das war jetzt eigentlich so der technische Teil, den ich zeigen wollte. Ich finde das halt immer ganz interessant, ne? Alles, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich gucke mir öffentliche Daten an und ihr könnt das gerne mal in eurer eigenen Zeit machen, dass ihr da ein bisschen rumklickt in Bitcoin und Monero und da ein bisschen rumspielt und versucht, Sachen rauszufinden. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt zum Beispiel öffentliche Leute die Adressen kopieren und gucken, wie viel hat denn der eigentlich bekommen? Ja, wie viel Bitcoin liegen denn da bei dem auf der Spendenadresse? Ihr könnt es auch mal bei Monero probieren, aber bei Monero geht das eben nicht. Hier noch eine Ressource, die ich ganz, ganz cool finde, moneroblocks.info. Es gibt ja bei Bitcoin die Richlist, ja, wo man praktisch aufgelistet hat, die 100 reichsten Adressen, wo am meisten Bitcoin drauf liegt. Und wenn ich bei Monero jetzt hier in dem Block Explorer auf die Richlist gehen will, dann kriege ich nur eine spöttische Nachricht mit, hey, sag mal, hast du es noch nicht gecheckt, Monero ist privat. Du kannst das nicht sehen. Das Protokoll gibt das nicht her. Du siehst keine Beträge. Ja? Also diese komplette Analyse löst sich in Luft auf, ist technologisch unmöglich gemacht. Diese Seite habe ich ja vorhin schon empfohlen, getmonero.org. Wenn ihr euch einen Link merkt, außer natürlich alexanarcho.live, ist getmonero.org. Das ist die Quelle der Wahrheit, wenn es um Monero geht. Und verifiziert natürlich auch immer, dass hier die Verbindung sicher ist mit dem HTTPS-Zertifikat. Ja, gibt es auch auf Deutsch. Kann man schön auf Deutsch machen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel schaut, welche Wallet-Software soll ich mir denn runterladen, dann geht einfach mal hier auf Downloads. Und dann hier auf den Bereich Mobile und Lite, das ist eigentlich das für die meisten Einsteiger, empfehlen die Cake Wallet und Monerujo. Und dann klickt ihr einfach von hier auf den Link und ihr landet 100% auf der Cake Wallet Webseite. Ja, weil es ist wichtig, dass ihr euch eine gute Wallet runterladet. Weil bei Monero gibt es viele Scams und weil Monero privat ist, wenn euer Geld weg ist, ist es wirklich weg. Also sowas, dass ihr Glück habt und dann irgendwie die Coins von Mt. Gox wieder auftauchen, das wird es bei Monero nicht geben, weil wir nicht wissen, wo die schon überall waren. Ja? Deswegen getmonero.org, das ist die wichtigste Webseite, wenn es um Monero geht. Und wenn ihr euch hier durchklickt, ihr findet hier echt viel zu weiterführende Links auch. Ja? Die haben zum Beispiel hier auch, was ich immer ganz cool fand, die Händler. Ja? Also wenn ihr jetzt euch fragt, ja, wo kann ich denn Monero ausgeben? Hier gibt es zum Beispiel so ein Glossar mit unterschiedlichen Anbietern, zum Beispiel für Webhosting, die Monero akzeptieren, ja, oder für Güter. Und dann kann man da einfach mal gucken, ja, weil es ist schon cool, wenn ihr zahlt und ihr habt Privatsphäre dafür. Ich habe neulich eigentlich so eine Transaktion in Monero. Und ist das abhängig auch wieder von der Größe des Mempools? Wenn man jetzt nämlich anfängt, sich Händler zu suchen, die die Sachen verkaufen, wenn es dann so ein Shirt oder so ist, aber dann die Transaktion zu teuer werden würde? Das ist eine gute Frage. Aktuell zahle ich für eine Monero-Transaktion ungefähr 1 Cent oder weniger. Das liegt daran, dass eben die Block-Size dynamisch wächst. Das heißt, es ist mit Absicht so, bedeutet ultimativ, dadurch, dass es gibt keinen Wettbewerb im wahrsten Sinne des Wortes, also dass die Leute sich überbieten, so wie das bei Bitcoin ist, weil da haben wir eine endliche Ressource und das ist der Platz auf der Blockchain, um eine Transaktion unterzukriegen. Das gibt es bei Monero nicht, weil das halt wachsen kann. Und wenn mehr Leute dahin wollen, dann wächst der Platz auch. Und deswegen sollen die Monero-Transaktionen günstig sein. Und ich fand das eine frappierende Statistik. Wir haben jetzt letzten Sonntag den Monero Mumble zum August aufgenommen
Die Folge ist noch nicht live, aber kommt bald. Monero-Transaktionen gehen aktuell durch die Decke. Wirklich durch die Decke. Wir schauen uns an, hier ist eine Gegenüberstellung. Im letzten Jahr durchschnittlich hatte ein Block ungefähr 27 Transaktionen. Im letzten Tag hatte ein Block ungefähr 44 Transaktionen, also durchschnittlich. Das ist fast eine Verdoppelung. Es ist enorm. Und das in einem Jahr. Monero prognostiziert für den August 14% vom Transaktionsvolumen von Bitcoin. Vor zwei Monaten, glaube ich, noch so bei 8%. Und jetzt ist es eben stark am Steigen. Und für mich bedeutet das, dass ein Argument von Bitcoin-Maximalisten wegfällt. Und zwar ist das Argument, ja, das ist nur günstig, weil es keine Sau benutzt. Benutzen schon Leute. Und es ist trotzdem günstig. Und es wird auch weiter günstig bleiben. Jetzt kann man da noch ein bisschen ins Detail gehen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich verweise nur an eine Quelle, die ich sehr gut finde für alle Leute, die das in ihrer eigenen Zeit machen wollen. Und zwar ist das der Monero Stack Exchange, heißt das, genau. Das ist eine Webseite, ähnlich wie Stack Overflow, wo man eben sich einen Account anlegen kann und du kannst Fragen stellen. Die Fragen sind hier relativ technisch. Also das würde ich vor allem den vielleicht Developern an die Hand geben, die sich damit mal ein bisschen genauer auseinandersetzen wollen. Hier findet man gute Fragen, zum Beispiel jetzt zur Tail Emission. Ja, wenn ich jetzt sowas zur Emission suchen würde, dann würde ich hier oben einfach Tail Emission eingeben und dann ja, werden hier Fragen beantwortet. What is the purpose of the Tail Emission? Eine exzellente Antwort auf die Frage, ja, die auch viel mehr ins Detail geht, als ich das jetzt hier machen könnte. Du hast vorhin erwähnt, dass die Blocklänge flexibel ist. Gibt es dazu auch ein Maximum? Es gibt kein Maximum. Theoretisch könnte Monero Gigabyte-Blöcke haben. Aber das ist natürlich, ja, theoretisch könnte ein Miner Gigablöcke machen. Aber er muss eine Strafe bezahlen, wenn er den aktuellen Block größer machen will als den Median der letzten 100 Blöcke. Und ab einer bestimmten Größe, also ein Miner könnte jetzt auch keinen Gigabyte-Block machen. Man löst das auch hier wieder durch die Spieltheorie, dass man praktisch versucht, ökonomische Anreize zu setzen, dass das Netzwerk einfach geschmeidig wachsen kann, ohne dass jetzt versuchen, manche Teile des Netzwerks auf Kosten anderer Leute im Netzwerk sich irgendwie zu bereichern. Dann habe ich hier noch eine sehr gute Ressource, und zwar ist das Seth Simmons, sethforprivacy.com ist die Webseite. Der macht auch einen Podcast auf Englisch und gut, die Webseite ist auch auf Englisch, aber ein Artikel, vor allem für die Leute, die Englisch können, möchte ich hier hervorheben. Und zwar ist das der sogenannte Fungibility Graveyard von Bitcoin, also der Fungibilitätsfriedhof von Bitcoin. Weil eben ja Bitcoin nicht fungibel ist und das manchem User schon das Genick gebrochen hat. Und hier findet man eben ein Sammelsurium an weiterführenden Links von Usern, deren Accounts eingefroren wurden, weil sie zum Beispiel Wasabi-Mixing-Dienste benutzt haben oder Samurai oder Join Market. Ja, das ist immer das Prinzip. In Bitcoin ist die Privatsphäre nicht standardmäßig. Deswegen, wenn du Schritte unternimmst, Privatsphäre zu schaffen, dann hast du doch bestimmt was zu verstecken. Deswegen frieren wir lieber deinen Account ein und lassen dich mal erklären, als dich einfach so machen zu lassen. Das MoneroMumble.org, was du immer zweiten Sonntag im Monat machst, habe ich verstanden. Wie sammelt ihr dafür Themen, beziehungsweise wie entsteht dort eine Themenliste? Also wir gucken viel im Monero Subreddit. Hier, das ist also einer der zentralen Anlaufstellen für alle Neuigkeiten, was eigentlich Monero angeht. Ja, also hier posten viele Entwickler teilweise auch Ideen, wo sie dann sagen oder schon mal Feedback von der Community einholen wollen. Das ist halt praktisch als ein Chatraum, wo halt das immer sehr schnelllebig ist und man dann die Sachen aus dem Auge verliert. Und dann gehen wir hier einfach auf Top und holen uns die Top-Artikel vom letzten Monat. Dann gucke ich mir das hier durch. Ja gut, das hier ist jetzt ein Meme. Das ist aber kein dein Bildschirm nicht mehr. Das ist der Monero Subreddit. Ich habe jetzt hier sortiert nach Top vom letzten Monat. Und gut, da kam jetzt ein Bild. Aber hier würde ich jetzt durchgehen und mir die interessanten Sachen raussuchen. Und wir machen das auch so. Wir haben hier so ein Hedgehog-Dokument. Hedgehog ist kostenlos und du kannst hier einfach unter dieser URL das Dokument bearbeiten und hier machen wir halt unsere Shownotes drin.
Und das Tolle ist, man kann das auch als Markdown exportieren, dann können wir das 1:1 in WordPress kopieren und haben direkt unsere Shownotes. Und das heißt, wir gucken, während wir die Sendung machen hier drauf und fügen auch Sachen hinzu oder jetzt halt über den Monat hinweg fügt mal jemand was hinzu, wenn er gerade was Interessantes liest, was behandelt werden soll und so weiter. Mhm. Genau. Okay. Dann für den nächsten Monatsrückblick auch schon mal anfangen. Wenn du willst. Wenn du teilnehmen willst, musst nicht. Ja. Dann kommen wir zum Schluss. Also Alex, wir danken dir für das Tutorial. War sehr interessant, auch für die Zeit, für einen Podcast. Wir würden uns freuen, dann auch im nächsten Monatsrückblick dich zu begrüßen. Und zum Abschluss haben wir ja immer so eine Frage. Und heute tue ich aber mal die Frage ein bisschen abgewandelt an dich stellen. Wer ist denn Nicolas Saberhagen? Wo lebt er denn? Wo ist er denn hin? Also, es ist gut, dass du fragst, weil es gab da ein Update zu der Geschichte. Nicolas von Saberhagen ist untergetaucht und man hat wirklich seitdem nichts mehr von ihm gehört. Aber der Podcaster Douglas Tooman, der den Podcast Monero Talk führt, das ist ein englisch- oder der englischsprachige Monero-Podcast eigentlich, hat Crypto Zoidberg interviewt. Also könnt ihr auf YouTube nachschauen, Monero Talk Crypto Zoidberg. Zoidberg wie der von Futurama, wer es kennt, und Crypto mit C. Und Crypto Zoidberg war einer der Entwickler von Bitcoin. Ja, also wir gehen jetzt hier so ein bisschen in die frühe Geschichte von Monero, weil Monero eben, wie gesagt, so ein bisschen aus dem Nebel des Darknets aufgestiegen ist. Da gab es zuerst Bitcoin, die eben die erste Implementierung vom Crypto Node White Paper von Nicolas van Saberhagen war. Und dann kam aber raus, dass die einen sogenannten Pre-Mine gemacht haben. Das heißt, 80% der zu schürfenden Coins gab es bereits. Ja, und man hat praktisch nachträglich versucht, es aussehen zu lassen, als ob Bitcoin schon 2 Jahre älter wäre, als es eigentlich war. Naja, auf jeden Fall, Douglas Tooman hat den Entwickler von Bitcoin interviewt und der hat eben auch über Nicolas van Saberhagen erzählt und hat erzählt, dass er mit ihm kommuniziert hat, ja, und dass er findet, also Crypto Zoidberg findet, dass Nicolas van Saberhagen einer der intelligentesten Menschen ist, mit denen er so sich ausgetauscht hat, ja, und das hat er gesagt, ja, könnt ihr euch selber anschauen im Interview. Aber man hat nichts mehr von ihm gehört. Mich persönlich, mich freut das auch so ein bisschen, weil ich glaube, das ärgert manche Leute ganz schön gewaltig, dass das irgendjemand ist und keiner weiß, wieso oder woher der kam, aber seine Schöpfung steht vor uns und wir können es alle benutzen. Und das ist das, was zählt. Sehr gutes Schlusswort. Und mit dem verabschieden wir uns heute und danken euch fürs Zuschauen.